Warum muss ich jetzt noch eine Anmoderation machen? Weil wir jetzt erst aufnehmen. Das ist doch... Ja, okay. Also willkommen zurück zum Livestream mit Bruga. Aufnahme vom 19.01.2014. Wir sind alle total gut drauf. Die Pimmelwitze sind schon zu Ende. Das heißt, wenn ihr jetzt weiter guckt, wird es nur noch kultivierter. Weil jetzt kommen die Brüste von Frauen. Also Witze, nicht... Nicht wirklich. Ja, kann man Matti etwas lauter machen? Ist eine gute Frage. Ist der Spielesound so... Warte mal, ich hab's ja neu konfigurieren müssen. Das ist egal, wir können ja fürs Belangi das jetzt einfach mal so lassen. Nee, warte. Das ist ja kein Problem, das ist gleich... Achso, du kannst ja auf Pause drücken. Nee, jetzt hab ich... Ja, wenn... Das ist komisch, wenn ich in das Bild reinklicke, in den Bildschirm, dann ist es wieder auf Play und wenn ich außerhalb klicke, dann läuft es einfach weiter. Das ist komisch zu erklären. Naja, XSplit. Was ist jetzt mit meiner Anmoderation? Die ist vorbei, wir nehmen schon auf seit ein paar Sekunden. Hast du Bier mitgebracht? Hast du Bier mitgebracht? Ja. Komm, Melli, einsteigen. Nein, ich steige definitiv nicht Melli ein. Also, das heißt, mit einer Frau einsteigen ist kein Problem. Da bauen wir mal jeden Bus, den es so gibt. Ein Doppeldecker, da baue ich sogar einen, so einen roten. Ja, baue ich sogar einen mit goldenen Vorhängen. Oh Mann. Oh Mann, was für Themen. Jetzt fehlt noch Luna und dann ist wirklich einer zu viel. Nee, ich hoffe echt, der kommt noch. Da lacht er. Nee, das mache ich jetzt ernst. Ich hoffe, Luna schafft's noch, weil das ist doof. Ich kenne das. Da bist du ganz verzweifelt. Du hast kein Internet und Internet ist der Nabel des Lebens. Ja, mittlerweile schon. Mach das einfach mal. Ich weiß, als ich umgezogen bin, hatte ich 2 Wochen nichts. Du glaubst gar nicht erstmal, wie viel ich aufgenommen hatte. Da war meine ganze Festplatte voll. Damals habe ich ja, das war noch Mandingo-Zeiten waren das noch. Oh ja. Da habe ich Erdogan aufgenommen. Dein versprochenes Gratis-Bier, Heavy Dice. Gratis-Bier? Das ist bei Luna. Der rückt das nicht raus. Tut mir leid. Das gibt der nicht her, der Böse. So, kotz mich voll, bitte. Oh, schön. Aua! Du sollst mich voll kotzen und nicht darunter schmeißen. Oh, das ist schlecht. Die Mumie wird gerade gefletscht. Ich muss gerade gucken. Oh, du blöder Papageienmann. Wolltest du mich gerade anhüppen oder was? Oh, da ist Anubis. Ach nee, der ist Anubis. So doof. Anubis. Ja, das ist voll der Noob, ey. Anubis ist das. Nee, der will nicht. Der muss hier hochkommen, dieser Blöde. Ganz ehrlich, also ein super Soundtrack, den ich mal wieder für mich selber entdeckt habe, ist der von SimCity. Echt jetzt? Von der Super Nintendo Version. Dieses Jahr ist echt schön. Habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Das ist für nebenbei oder im Hintergrund, zumindest in der Outer City Playlist, hat der jetzt einen Stammplatz, Luxusplatz an sich schon. Echt super. Also das alte für Super Nintendo. Das war, glaube ich, auch das erste SimCity, was rauskam und dann dementsprechende Portierung gekriegt hat. Nicht 2000, obwohl 2000 auch nicht schlecht ist. Du musst mir mal verraten, wie du das machst mit dem MIDI-Dings da. Ich kann dir das Programm geben, das ist ziemlich intuitiv. Ich finde das ultra cool, dass es sowas gibt. Ja, das ist nur so, du musst jeden Soundtrack da einzeln machen. Und für die Outer City Playlist habe ich 800 Lieder da reingedödelt. Boah. Also, ja, ich habe schon mitgekriegt, also ich habe mal ein Part reingeguckt. Minecraft, weißt du ja, wie ich dazu stehe. So, yeah. Minecraft gucken vor allem. Mhm. Aber es ist cool, also es macht Spaß, die Musik, sage ich mal. So nebenbei, ja, ich hab's halt laufen lassen, hab reingehört quasi. Das ist auch echt super. Da muss man aber auch vorher gucken, welches Lied man da benutzen kann und welches nicht, weil manchmal die Portierungen echt schäbig sind. Also das hört sich manchmal nicht gut an, wenn die Musikinstrumente dann durch so Blödsinn ausgetauscht werden. Ist ja eigentlich nur so ein Arrangement, was sie dann mit anderen Instrumenten austauschen. Okay. Und manchmal hört sich das doof an, da musst du schon mal reinhören, aber ganz cool. Ob ich schon mal... wie hieß das? Amulet? Oder dieses Spiel Talisman Digital Edition? Das sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Das kenne ich auch nicht. Talisman. Ist das so eine Art Klassik, Arcade, Krams oder wie oder was? Ich kann mit echt so nichts anfangen mit dem Titel. Also gar nichts. Bruger ist übrigens noch nicht gestorben, weil ich auf Sieg gewettet habe. Ja. Und mittlerweile... Ja, ich sag's nicht, ich sag's nicht. Ja, lass auch lieber, da ist nämlich schon wieder... Obwohl, ich habe auf Sieg und auf Lava gewettet. Ernsthaft? Also kann gar nicht verlieren. Ist doch ein Schwein. Ja, das ist... Du musst das Spiel spielen. Das gehört einfach dazu. Ja. Es gibt ein paar Regeln und... Wenn man wettet mit System, ist es ja auch kein Wetten mehr. Nein. Glaubt, das ist Kali.
Aber kennt ihr das, wenn man so heftig gähnt, dass einem dann halb der Kiefer rauskugelt? Ja. Oh ja. Ich hatte da schon mal einen richtigen Krampf. Jetzt alle Klugscheißer unter uns. Oh, das ist ja gar kein Kugelgelenk im Kiefer. Hört bitte auf. Klugschiss ist diese Woche nicht drin. Gibt es nicht. Meine ich. Diese Woche nicht. Nächste Woche wieder. Diese Woche ist kein Klugschiss angesagt. Diese Woche nicht. Habe ich schon zu viel von gehabt diese Woche. Was? Habe ich die Bets? Ja, die habe ich gelockt. Keine Sorge. Keine Sorge. Olmex Versteck. Maddie, ich glaube, du hast eine gute Chance, dass du deine Kohle gewinnst. Ja. Und welche? Die für die Lava oder die für Gewinn? Also die Leute, die jetzt auf Shopkeeper gesetzt haben, haha, gibt keine mehr. Ist Ende. Ja, Menno, Matti. Tja, Gary, heute nicht. Heute nicht! Oh Gott. Okay, die Kaskade hat sich gebracht. Da siehst du mal, wie wenig ich hier mache. Mein Bildschirm ist gerade ausgegangen. Alles. So. Ich glaube, ich habe den Boss noch nie gesehen. Ich bin heute mal feige. Echt jetzt? Feige, also Olmec ist eigentlich da so der Erste, den du immer begegnest. Bevor du es richtig durchspielst, sag ich mal. Ich habe das Spiel auch, wie ja gesagt, aber ich bin bei weitem nicht so gut wie du. Was heißt gut? Ich bin nicht gut. Es gibt Leute, die sind wirklich gut. Also wenn ich so Bär Taffy, der hat auch ungefähr so meine Stimmlage. Das ist so ein richtiger Brummbär. Aber der redet wirklich so. Ich muss die Stimme jetzt tief stellen. Der redet so. Das ist so krass, der Typ. Okay. Der Bär Taffy, der redet die ganze Zeit. Also der Howard, nee, wie heißt der hier? Der James Earl Jones, du. Look, I'm your father. Es gibt auch einen, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Das mögte mich jetzt wieder versteinigen, aber der macht League of Legends Videos. Und der hat in seinen Vlogs immer so eine Pflanze dabei. Der hat eine Stimme wie dieser Typ, der irgendwann mal am Rastplatz aufgegabelt wurde. Dieser Golden Voice Mensch, kennst du doch, ne? Ach ja, dieser, ja, der direkt Wettersprecher wurde, ne? Ja. Der Obdachlose, krass, ja. Mhm. Richtig geile Stimme hat der. Ja, und der Typ hat genauso eine. Krass. Ja, das ist so richtig, da musst du für geboren sein. Die kannst du nicht trainieren, so eine Stimme, die hast du einfach. Wollen wir heute über die faszinierende Welt der Kugelschnecken philosophieren? Können wir gerne machen. Wir können aber die faszinierende Welt der Schweineorgasmen reden, die eine halbe Stunde dauern. Tja, Männer sind Schweine, ich sag's immer wieder. Ja, aber nur weibliche Schweine leider. Oh Mann. Die haben übrigens, hast du gewusst, dass Schweine so einen Korkenzieherpenis haben? Ja, so wie Katzen. Ja, nee, die haben Widerhaken, glaube ich, oder? Ja, so. Deswegen schreien die Katzen auch immer so, weil die bleiben dann hängen und dann schreien die. Aber so richtig schrill. So richtig schrill. Gut. Ich stell euch das einfach mal vor. Ne? So ein Widerhaken, ne? So richtig so zank. Und dann ist. Rade. Rade. Ja, nicht WTF, das ist so. Musst du mal gucken bei Wikipedia. Weil ich glaube, so Schweinevaginas, die sind so richtig wie so ein Labyrinth. Und deswegen braucht er so ein ganz gebogen. Ja! Schweineorgasmen. Ja, sind die auch. Das sind eine halbe Stunde, ja richtig, Lia. Ja, richtig. Ich habe das nicht erfunden. Das ist Tatsache. Gut, Leute, also wer auf Gewinn gesetzt hat, unter anderem Tylo und Matt Baron, herzlichen Glückwunsch auch an mich. Pech gehabt für alle, die auf Shopkeeper gesetzt haben, Scully und ja, der Rest auch. Hast du gerade herzlichen Glückwunsch auch an mich gesagt? Ja, an mich, weil ich ja immer auf mich setze als, also wenn du das startest, dann setzt du automatisch immer auf dich, auf Gewinn. Ach so. Weil sonst wäre es ja Betrug, wenn du sagst so hier, ich setze auf den Unfall und dann gewinnst du, das ist ja doof. Obwohl ich glaube, dass bei diesem Widerhaken-Penis, ich glaube, da gewöhnst du dich dran. Bin mir sicher, wenn das nie anders gewesen ist, dann kennst du es auch nie anders. Oh, County hat heute gar nicht gespielt. Ja, weiß man nicht, ne, wenn man, vielleicht steht man ja auf Schmerzen. So ein bisschen. Oh, jetzt bin ich auszusehen raus. Ach, egal. Soll gut es Leute geben? Ja. Es gibt Leute, die stehen auf sowas. In der Tierwelt ist es gang und gäbe, bei uns ist es ein Fetisch. Warum auch nicht? So, und damit langes Leben. Wo haben wir's? Success! Ich hab 1000... Wie geil, ich hab 1137. Noch 200 mehr und ich bin Lead. 1137? Ja, 1137. Hätte ich 1337, wäre das noch cooler. Oh. Also wie gesagt, dann alle, die jetzt gegen mich gesetzt haben, haha, und tut mir leid. Oh, die Niki hat noch was geschrieben. Scheint wohl an meinem alten Lappy zu liegen. Auf den neuen kann sie rein, aber der Internetstick lädt nicht. Och Mann. Sehr schade. Ja, mach ich, liebe Niki.
bist gerade live. So. Was mir mal aufgefallen ist, ich habe bei den letzten Livestreams immer gewonnen. Mhm, das stimmt wohl. Immer. Wenn ich auf Shopkeeper gesetzt habe, war es der Shopkeeper. Habe ich nicht sogar mal auf Lava gesetzt und es war die Lava? Einmal habe ich auf Shopkeeper gesetzt, da war es der Yeti. Das war das einzige Mal, wo ich verloren habe. Nee, Yeti hat... Nee, bis jetzt haben immer nur Shopkeeper oder Geist gewonnen, glaube ich. Einmal hatten wir Yeti. Einmal hatten wir Yeti. Hatten wir? Was kann sagen? Ich bin mir ziemlich sicher, da habe ich nämlich verloren. Na gut, liebe Leute, ich würde sagen, durch meinen Sieg hat er trotzdem Geld gekriegt. Verdammt, Scully. Gut, Leute, ich würde mal sagen, machen wir ein bisschen Wer wird Millionär, oder? Ja, bevor Luna da ist, hat Luna sich eigentlich nochmal gerührt? Nee, ne? Nee, gar nicht mehr, leider. Nee, also hat nicht mehr geschrieben. Wollen Sie das Spiel zulassen, Wer wird Millionär? Nein. Das ist böse. So, und dann machen wir mal Add Game. Jawohl, geht doch. So. Hat dann jemand Lust von euch, liebe Zuschauer? Ich hätte ja gerne mal... Du bist gerade voll leise, warte mal. Ich mach dich mal ein bisschen lauter. Wie geht denn das überhaupt? Lautstärke anpassen. So, jetzt. Du warst eben bei Spelunky ja eigentlich ganz gut laut, aber jetzt bist du wieder leiser. Hey. So, ich würde mal sagen, Gary, hast du Bock? Das ist die Herausforderung, Gary, jetzt an dich. Du bist immer noch leise, ich mach dich nochmal lauter. Ich wollte ja mal hier so die Mods mal ranlassen, weißt du? Das ist gut. Oder? Auch mal. Ja. Das ist hier nicht einfach nur rumsitzen und Timeouts verteilen. Nein, hier ist auch richtig viel Action gefragt. Das ist so viel bei irgendwelchen Firmen, wo die dann bei so einem Stadtstart, keine Ahnung, sich verkleiden müssen oder sowas. Bin ich jetzt komplett weg oder was? Eigentlich nicht. Matti ist weg, was? Nein, Matti ist weg. Hallo? Hallo? Ich hab eigentlich nichts gemacht. Also, wann müsste dich noch hören? Man hört Matti nicht. Was? Matti ist ganz leise. Warte mal, wir haben beide nichts geändert. Ich hatte nur Spelunky ausgemacht. Es könnte sein, dass da irgendwas runterregelt. Warte mal. Lautstärke anpassen. Ich mach dich mal auf 20 Dezibel. Nee, ich darf nicht schreien, DAP. Das darf ich nicht. Oh, jetzt übersteuerst du. Das habe ich letztes Mal gemacht und dann kam mein Nachbar und hat gesagt, nö. Geht Matti jetzt? Hört mal bitte nochmal so rein. So. Galli, du kriegst aufs Maul, das sag ich dir. Aber mit Anlauf. Kriegst. Bist doch nur so ein dürrer Kerl. Nee, eigentlich, wir sind ja Teamspeak, Gary, also das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Komm, wir holen jetzt. Gary, du machst jetzt mal. Komm, Gary macht. Hoppala. Ich möchte da. Weiß ich nicht, ich hab nochmal ganz kurz. Ich wollte mal die Daten von Teamspeak, aber. Muss ich ja Favorit. Du bist etwa müde, Maddie. Also einen schönen Dank von Niki, sie freut sich, dass es euch gibt und einen lieben Gruß, soll ich sagen. Ich kann mal meinen Swag ein bisschen aufdrehen, ist jetzt besser? Ich glaube. Diese Telefonbla-Runterregelung, ich weiß echt nicht. Gary, ich schick dir mal die Teamspeak-Daten, kommst mal rein. Das ist Lunas TS. Lunalert. Lunas. Lunalert. Quark Power anfordern. Warte mal, ich muss mal ganz kurz in den Lautstärke-Mixer gucken, ob ich... wo ist der Teamspeak? Ja klar, hat sich Teamspeak runtergeregelt. Warte mal, bitte nichts sagen jetzt, Matti, sonst bist du sehr laut. So, jetzt sag nochmal. Jetzt darf ich? Ist gut? Jetzt müsstest du sogar lauter als ich sein, fast. Ah, das ist gut, so kann das bleiben, bin ich total für. Ja, ich weiß auch nicht, also irgendwie nichts zu hören, was? Bock ist jetzt. Oh, ist das laut. Ja, bin dabei. Sehr gut. Gary macht. Komm hier. So, wo ist er denn? Ich warte jetzt nur, bis Gary kommt. Ja, ihr hört gerade nichts vom Spiel, weil ist, wenn ich raustappe, dann ist das leise. Dann hört ihr da nichts. Ja, Matti ist wieder zu hören. Yay. Aber ich habe doch gemacht, dass es komplett unbeeinflusst bleibt, die Applikation. Es darf nicht beeinflusst werden von irgendwas außerhalb, aber scheinbar... Das ist der Applikation sowas von egal. Die Applikation, die kann mich mal gerne haben. Am Arm fassen kann man nicht. Am Arm, ja, so richtig. Oh, der Audio ein bisschen hier.
Hier ist alles leise. Guck, ich habe alles immer so auf ein Minimum von 10 oder sowas. 10%. Nee, das ist nicht Günther Jauch, das ist Frederik Hakennase. Oder wie wollen wir den? Gesichtserker. Gesichtserker. Frederik Hakennase, sehr schön. Der hat auch so einen Zinken. Der steht bei anderen Leuten auf der Abschlussliste. So, moin Gary, moin. Guten Tag Gary, alles klar bei dir? Ich mach dich auch mal ein bisschen lauter. Hast du Push-to-Talk eingestellt? Hört man mich? Moment mal. Ja, ich muss gerade mal Push-to-Talk ausmachen. Moin. Ah, moin. Moin. So, Gary, was hättest du denn gerne? Möchtest du traditionell oder möchtest du lieber Gamer Edition? Also... Ich möchte traditionell. Sehr gut. Da ist übrigens der Bernhard bis jetzt der Champ. Der hat 1 Million gewonnen. Oh. Ja, wunderbar. Das musst du erstmal schlagen, Kerle. Was hättest du denn gern für eine Farbe? Ich hätte grün, gelb, blau und rot im Angebot. Aber blau und rot sind halt Weiblein, ne? Ja, ist mir egal, ich bin trotzdem blau. Okay. Ja, man sollte auch zu seinem weiblichen... Ja. Zu seiner weiblichen Ader stehen, sag ich mal. Ja. Alte Teil. Ihr müsst sagen, ob das richtig gemischt ist, Leute, weil der Spielesound ist recht laut, muss ich sagen. Ich glaube, der Gary ist ein bisschen leise, ich bin mir jetzt nicht sicher. Da mach ich den okay. 10 Dezibel lauter. Ah, der Burnout wieder. Der wuschelt wieder. Ja, der wuschelt. Weißt du was? Wieder. Ich wette, der will gar nicht, dass du gewinnst. Weil dann bist du ja... Ordnen Sie diese karibischen Nationen nach ihrer Größe, beginnend mit der kleinsten. Kuba, Barbados, Dominikanische Republik und Puerto Rico. Ich habe keine Ahnung. War das nicht so eine Frucht? Dominikanische Republik und Puerto Rico. Falsch. Keine Ahnung. Also es war Barbados, die hatte ich richtig. Puerto Rico ist falsch. Dominikanische Republik ist falsch und Kuba ist falsch. Ach, schön. Okay, also Barbados war richtig, immerhin. Vielen Dank, Turbo-Chan. Ich wollte nochmal gerade einwerfen. Musik ein bisschen leise. Viel zu laut. Ja, ich weiß, das. Guck mal, man sieht es ja im Stream, auf was ich das eingestellt habe. Das ist der Wahnsinn, wie laut das ist. Antworten Sie die nächsten 15. Das liegt einfach daran, weil unser Günther Grauhaar so eine super Präsenz hat. Er ist einfach so stark, dass man ihn hören muss. Das ist viel wenn auch mit zu laut. Das ach moin, der Borsi. Der Borsi. Der Günther Grauhaar. So, okay. Ja. Ich höre zwar nichts mehr vom Spiel, aber das ist auch nicht so wichtig. Viel Glück, sagt er. Ich muss ja sowieso ausmachen. So, lieber Gary, erste Frage für dich. Welches ist ein deutscher Sportartikelhersteller? A. Jaguar, B. Puma, C. Gepard oder D. Tigris? Wildschwein? Tigris finde ich schön. Ja, Tigris finde ich auch super. Das ist meine. Ich würde sagen, mal überlegen. Ich glaube, wir nehmen 50-50 Joker, oder? Ja, machen wir, okay. Ja. Nee, Puma natürlich, ne? Natürlich Puma, ja. Ist ja Logan. Guter Start, sehr gut, ja. Ja, schön. Wir wünschen dir. Gary regelt. Gibt's das nicht auch mit Pumba und so ein Wildsch? So ach, die Unterstützung. Ja. Ich bin so gerührt, Leute. Singen Hakuna Matata und verspeisen Insekten. Wie viele Spieler spielen traditionell Backgammon? A. 1, B. 2, C. 4 oder D. 8? A. 1, B. 2, C. 50. A. 38. Ja, Backgammon. Schönes Spiel. Habe ich nie gespielt. Keine Ahnung, ich mag es auch nicht. Ich verstehe nicht mal die Regeln. Ja? Das sind so diese alten Brettspiele. So, ja, Mühle, ja, Dame, ja, ja aber genau. Dann hört's auf. Genau, da ist dann Ende. Ich würde aber sagen 2. Ja. Ich weiß nur, das ist ja mit diesen Zacken, ne, die so gegenüber angeordnet genau. Sind und dann musst du da so deine Steinchen draufschieben und. Das spielt man da auch mit so Damensteinchen, oder nicht? Genau, genau. Meine ja. Oma, die hatte dafür so einen Koffer zum Aufklappen. Ich weiß nicht. Das, ich auch nicht. Ich hab's auch nie gespielt. Das ist so waren ein Mysterium. Das Damensteinchen oder waren das solche ovalen, kleinen, abgerundeten, meine ich? Nee, das ist Othello, was du meinst. Nee, ich mein Damensteinchen. So richtige, ja, so richtige runde. Runde Steine. Okay. Also so rund und Scheiben quasi. Naja, wir nehmen 2 und ist natürlich richtig. Diese Antwort ist korrekt. Schreib mal auch schon B. C4, weil bumm. Ja, ne, C4. So, wir sind schon bei 200 Euro. Freust du dich? Sie können das genauso. Kannst du Taxi 200 Euro. Oh, 200 Euro könnte ich mehr mitmachen, Ruger. Hm. Außer Taxi, könnte ich gebrauchen. Könnte ich gebrauchen. Ja, ich auch. Jetzt nach einem neuen Rechner ist wieder schön. So. Glaube ich, ja. Nächste Frage für dich. Welches ist kein Raubvogel? A. Eule, B. Flamingo, C. Adler oder D. Bussard? Ich will dich ja jetzt wirklich? Nicht beeinflussen, aber... Wirklich? Ja. Call of Duty. Spielen Call of Moody. Oh, ich Call of Moody. Also und ja. Sie ruft dann und so sagen, Egon, Essen, mach das Scheißspiel aus.
Also ob man da aufs Publikum hören kann, ich weiß ja nicht. Mit B? Ja, natürlich ist B. Ich meine, gibt gar keine andere Möglichkeit. Flamingo ist doch voll der Raubvogel. Ja, total. Total. So, Entschuldigung, musst du gerade kurz was tippen. So, Flamingo ist natürlich richtig. Diese Antwort ist... Ja, als Biologe und so. Ach, studierst du ja, ne? Was machst du da genau, die Fachrichtung? Ja. Erzähl's, das ist ja mal so, man fragt ja immer die Kandidaten aus und fragt die ja, genau, dumme persönliche Fragen, die eigentlich total intim sind, aber... Ja, ich fühle mich schon wie bei Jauch. Es ist einfach nur Streckung von der Sendezeit. Muss, ja, auf jeden Fall. Muss. Muss, ne? Gib mir Geld. Geld. Also du studierst Biologie. Welches Fach genau? Ja. Also Fachrichtung, so bist du mal Biologe, ja. Biologielaborant oder was? Tierökologie eigentlich so mehr. Tierökologie. In die Richtung. Da musst du aber noch wissen, dass genauer Flamingo und Raubvogel ist. Ja, die können gefährlich werden, schreibt Theoretiker, da hat er recht. Ja, natürlich können die das. Können gefährlich werden. Vogel. Ist das eigentlich wahr, dass man das also Futter... Also der Gewässerkunde. Hm? Bitte? Hallo? Hallo? Bin ja, ich noch da? Ich habe gefragt, was... Ja, ich habe es akustisch nicht. Nee, aber ich wollte fragen, ist das wahr, dass da wirklich was nicht ins Futter gemischt wird, um die Farbe zu erhalten der Flamingos? Die haben doch gar keine... Im Zoo, ja. Ja, ich dachte... Mo- die... Okay. Meine nehme ich auch. Kein... Okay. Ich glaube, Gary ist weg, oder? Gary? Sir Gammeret? Gary? Are you there? Hallo, Gary. Bist du noch da? Hallo? Bin ach, ich noch jetzt, drin? Jetzt bist du ja, wieder jetzt da. Du warst eben da. Weg. Hi, Gary. Du warst eben leider weg. Oh, jetzt ist... ja, jetzt ist er wieder weg. User in your channel timed out. Ja, sehr schön. Ja, das kann man mal haben. Kann man mal machen. Das ist halt, der Gast muss ja auch mal schnell aufs Klo. Es gibt ja so Konfirmandenbläschen, die können das nicht halten und deswegen muss er. Ja, eben. Das ist aber auch nichts Schlimmes. Kann mal passieren. Ich warte jetzt, bis er wieder reinkommt, weil wenn ich jetzt ins Spiel tappe und dann muss ich wieder raus und da ist er wieder. Hi, Gary. Hallo, hi, Gary. Bin ich wieder du warst, da? Du warst doch auch mal weg, ja? Man hat dich nur noch ganz schlecht gehört, dann warst du weg. Sorry, mein Internet manchmal. Das hat seine Tage. Das macht ja nichts. Luna ist zurzeit auch. So, nächste Frage für dich. Wie heißt ein Nationalpark in Südflorida? A. Mangroves, B. Savanne, C. Everglades oder D. Salzpfanne? Salzpfanne ist auch schön, Salzpfanne. Aber das war mehr... Das ist mehr einer in irgendwo Korea jetzt. Nee, aber es sind die Everglades natürlich. Die Everglades? Die Sümpfe? Ja. Ja. Okay. Ich weiß nur, es gibt über 50... Nee, wie viel Nationalparks? Über 150 Nationalparks in den Staaten. In Nordamerika, glaube ich sogar. Das ist krass. Ja, es könnte gut sein, doch. Gut, wir nehmen die Everglades. Und es ist natürlich... Das ist die richtige Antwort. Ja, schön. Da freut man sich. Ja, richtig, Leute. Ihr habt es richtig gesehen. Das war eben eine kurze Werbepause. Gary muss mal schnell Pipi und dann wieder da und am Morgen. Ja, passiert. Ich hasse das ja, wenn sie kurz vor der Millionenfrage sagen, so, nächstes Mal geht's weiter, tschüss und so, ne? Das ist zum Kotzen. Das ist Zuschauerbindung, ne? Das dürfen wir auch machen. Fall. Was meinst du, warum ich manchmal so Cliffhanger einbaue? Das ist nicht böswillig. Ich will, dass die Leute wieder gucken, dass die so ein bisschen, wie geht's weiter? Das finde ich jetzt... Aber es ist trotzdem Arschpro. Es ist trotzdem Arschpro. Ja, ich weiß, aber muss. Warum sollte man das nicht tun? Man ist sich ja bewusst, dass man manchmal so ein bisschen dreist ist. Weißt du, was nämlich schief ist, was manche Serien machen? Das war früher zumindest so. Die haben irgendwie einen Cliffhanger gezeigt, wo du wirklich siehst, der Schauspieler, also die Person würde jetzt sterben und im nächsten Mal läuft es dann genau anders. Dann haben sie es extra so geschnitten, dass du denkst, boah, jetzt stirbt er, aber tut er dann nicht. Das war ja bei Schnuckums und Miet hieß das. Das war so eine dreiteilige Zeichentrickserie, wo am Anfang so eine Geschichte von einer Katze und einem Hund erzählt wird. Das zweite war Pit Possum. Und das dritte war irgendwie so eine Western-Geschichte. Und bei der Western-Geschichte, die ging immer nur so, keine Ahnung, 2 Minuten lang. Oh, Gary. Und anderthalb Minuten davon. Du musst immer mal, Entschuldigung, wenn ich Matti jetzt kurz unterbreche, du musst immer mal reden, weil bei dir wird das Rauschen immer lauter. Das was, bei mir wird das Rauschen lauter? Ja, ich höre dann richtig die Hintergrundgeräusche bei dir. Okay, Matti, sorry. Das ist schlecht, okay. Kannst du nochmal Minuten dann machen, das gut. Dann. Von diesen 2 Minuten da wurde einfach nur erzählt, was letztes Mal war. Boah. Und dann wurde das aufgelöst, dass es dann doch nicht so schlimm war. Dann bauen die wieder in 10 Sekunden eine neue böse Situation auf. Sie können den Telefonjoker einsetzen. Und die dann beim nächsten Mal dann wieder entschärft wird. Also das war... Okay. Das ist echt gemein. Das war aber auch nur aus Witz. Okay, also so richtig durch den Kakao mit Absicht. Also, ich lese gerade mal die nächste Frage für Gary, weil der wird schon wieder lauter. Ja. Wer gewann? Lauter.
Wer gewann den bei den Olympischen Spielen in Peking eine zweistellige... Was? Bei den Olympischen Spielen in Peking eine zweistellige Anzahl an Goldmedaillen? A. Federica Pellegrini. B. Oh Michael Gott. Phelps. C. Emma Pooley. Oder D. Kristen Armstrong. Ja, super. Ich wüsste es jetzt auch nicht. Total toll. Also Kiwi, ich möchte nicht die Antworten vorlesen, was der Chat schreibt, weil du hast ja den aus, oder? Den Stream, hoffe ich. So ein bisschen. Ja. Gut. Ja, gut. Ja, ja. Ja, genau. Ich habe das Bild an, weil ich die Frage sehen möchte gerne, sonst, ja. Achso, naja gut, ist ja kein Problem. Ja, macht jeder Cruel Demon, das stimmt wohl. Das ist auch, ist nicht nur eine Masche. Das, man kann ja nicht immer in den langweiligen Stellen aufhören. Naja. Gut, als Moderator würde ich dich jetzt hinhalten, würde sagen, ja, überlegen Sie doch mal, wen Sie ausschließen können, aber ich wüsste es leider auch nicht. Ich wüsste es leider gar nicht. Ja, ich könnte, für mich sind das einfach irgendwelche Namen. Also, ich muss dann Joker nehmen. Ich glaube, ich muss dann Joker nehmen. Nur welchen? Also Heavy Dice gibt einen Tipp, ist auch war ja F. Aber... F? Ach, F. F wie Michael Phelps? Oder wie? Vielen Michael Dank, Jackson. Heavy Dice. Beste Michael Tipp. Jackson? F wie Michael Jackson. Also du möchtest... Jetzt weißt du, warum es kein gratis Bier für dich gibt, Heavy Dice. So. Ich sag mal so, erfahrungsgemäß ist es wirklich besser, wenn man anfangs den Publikum-Joker nimmt, denn der wird dann... Ich dachte erst den Telefon-Joker, Bro. Ja gut, der sowieso, weil der meistens nicht stimmt, weil der hat bisher nur eine Antwort geliefert. Aber der Publikums-Joker wird bei schwierigen Fragen immer ungenauer. Dann hast du irgendwann 25, 25, 25 oder respektive 25, 24, 26 und so ein Käse. Das ist dann... Okay, ja gut, dann nehmen wir einfach mal Publikums-Joker, komm. Meinst du? Okay, ich hau mal rein. Sind Sie sicher, dass Sie, sind Sie sich sicher, dass Sie den Publikums-Joker einsetzen wollen, Herr Gammaride? Ja, sicher doch. Okay. Also ich könnte jetzt sagen, was der Chat sagt. Das sind insgesamt schon mal 5 Antworten. Okay. 5 Antworten bei 4. Bei 4 möglichen, das ist schön. Ja. E das haben sie auch nicht gesagt. Also E ist auch noch eine Option. Ist sehr beruhigend. E wie Exit. Dann. E wie Exit, ja. Oh, es ist ganz... Also wie der Chat auch, ist das Publikum sich einig. 50% sagen, es ist Michael Phelps. B. Okay, ja, aber nur, ja, weil dann... sie den kennen jetzt erstmal, ne? Ich kenne Emma Pooley auch, die sagt mir zumindest was, aber ich kann sie mit nichts in Verbindung bringen, ehrlich gesagt. Also Michael Phelps ist ja so ein bisschen der bekannteste von den ganzen Figuren da, hätte ich jetzt gesagt. Okay, also ich kenne gar keinen von denen, ganz ehrlich. Ich bin nicht interessiert, was Olympische Spiele angeht oder so. Ich auch nicht, also ich besitze weder einen Fernseher noch gucke ich sowas. Nur... Eben, ich die auch Frage ist ja, Jahren. Wie kann man, wenn man... sagen wir mal, einen Fähigkeitenbereich hat, sei es jetzt Stabhochspringen oder sowas, wie kann man da so viele Medaillen ziehen? Vielleicht im Dreikampf, oder? Ja, irgendwie ja, sowas. Das wird nicht nur einer sein, also das wird nicht nur ein Bereich sein, den er dann das gemacht hat. Das ist Ihre Entscheidung. Ja, eben, oder? Ist es eine Sportart, die eben offener für andere Bereiche ist? Wie zum Beispiel Laufen, wenn du jetzt sagst, komm, 100 Meter, 200 Meter, 300 Meter, 400 Meter, 500 genau. Meter, ist ja im Prinzip alles das Gleiche. Phelps ist ein Schwimmer, sagt man ja schon. Ach, das ist ein Schwimmer. Okay. Okay. Eine Schwimmwurst, weiß auch nicht. Nehmen Sie den ja, aber ich sag mal Michael Phelps, wenn ja. Sich alle schon so einig sind, dann gehe ich da mal drauf. Und das stimmt. Das ist die richtige Richtig. Antwort. Wunderschön. Emma Watson, Mensch. Ne? Emma Watson nimmt wohl alles mit. Was, Emma Watson? Emma Watson. Okay. Jo. Jetzt die Frage nach Silent Hill. Ich mach zuerst Origins, also für die, die sich auf Silent Hill 2 freuen, muss ich leider sagen. Es kommt zuerst, ja, ist von der Story ist es auch logisch. Also, ja, ja. Und danach werde ich mich wohl leider erst durchringen, Silent Hill 3 zu machen und dann erst 2, also Origins 3 und dann 2, weil das passt einfach von der Story am besten, weil 3 hat ja quasi... Chronologisch? Ja, chronologisch ist es ja nicht, weil Origins ist nach 3 erst rausgekommen. Und, oder ist es nach 3? Nee, oder? Aber chronologisch von der Story her. Das dann hätte ich ja eigentlich Origins spielen müssen. Weil Origins spielt ja vor Teil 1 quasi. Naja. Das ist aber ziemlich komisch. Ja, das erzählt da die Vorgeschichte von Alessa und Dahlia und blall, okay. Naja. Also, ihr werdet es ja sehen, am Dienstag geht's los. Welche Säure kommt in Essig vor, Gary? A. Aminosäure, B. Apfelsäure, C. Zitronensäure oder D. Ethansäure? Das weiß ja, ich nicht. In Essig. Das müsste ich eigentlich wissen, ja. Also Apfelsäure, nee. Ethansäure, nee. Ja, ich kann würde ich schon mal komplett ausschließen. Abnehmen. Bleibt Amino und Zitronensäure und da würde ich sagen eher Zitronensäure. Okay, da bist du dir sicher, ja? Also das hört sich schon sehr endgültig an.
Doch, doch, doch. Ich denke mal schon. Was? Na, ich muss mich schon sehr enttäuschen. Aminosäure ist übrigens keine Säure, sondern das sind daraus sind Proteine aufgebaut aus Aminosäuren. Aber, ja. Mhm. Eben. Und Ethansäure, das ist ja alkoholisch. Ethansäure gibt es, glaube ich, auch nicht. Ja, gibt's gar gehört. Nicht. Aber es gibt Ethanol. Aber Ethanol ist ja Trinkalkohol. Ne? Ja, ah. Oh, wow. Das, da wird der Medi aktiv. Oh. Was, was? Alkohol? Hat jemand Alkohol? Alkohol. Aber Aminosäure. Also, wenn du möchtest, dann logge ich jetzt ein oder du wenn ich möchte, gibt's Alkohol? Oder das der Chat ist sich nicht so ganz sicher. Was? A, was? Alkohol? C, A, B. Alkohol? Ich kann Ihnen die Entscheidung nicht. Ich will auch gern Alkohol. C. Ich bin manchmal sehr laut, Pro. Ja, du wirst immer wieder lauter, wenn du nichts sagst. Das ist das Problem bei TeamSpeak. Das regelt immer hoch. Ah, du könntest ja eventuell auf deine Optionen gehen und dort, oder, ich weiß auch nicht. Du könntest auf deinen weißen Lautsprechersymbol unten klicken in der Taskleiste, Rechtsklick auf Aufnahmegeräte, dort auf dein Mikrofon und dann ganz hinten. Und diese Anzeige wird bla den Haken rausmachen, dass sie nur sich selbst. Auf mein Mikrofon? Warte mal, das machen wir jetzt mal ganz schnell live. Du klickst rechts auf deinen weißen Lautsprecher, Aufnahmegeräte. Da gehst du dann auf dein Mikrofon, Rechtsklick, Eigenschaften, erweitert und dort, exklusiver Modus, machst du den Haken raus. Eigenschaften, erweitert, jawohl. Im exklusiven Modus haben Priorität, das weg. Den machst du raus. Okay. Genau. Und dann sollte es gehen. Gut, dann dürfte das jetzt geregelt sein schon mal, wenigstens etwas. Ich hoffe es zumindest. Ethansäure, ich bin noch am überlegen. Moment mal. Ich überlege nochmal. Gary Lee's Chat, sagt Alex. Was? Ich hab hier das Bild nur offen. Das Bild vom Stream. Man kommt ja schnell Zitronensäure, Ethansäure. Alkohol und so ein Zeug, weil Wein ja auch zu essig wird, ne? Hm. Ja, stimmt. Ich kann Ihnen die Entscheidung nicht abnehmen. Jetzt bin aber, ich mir total unsicher. Aber nur Wein. Deswegen die Frage ist, was ist jetzt in den Trauben drin? Jetzt habt ihr mich verunsichert. Das passiert ja mit Wodka nicht. Du hättest natürlich noch die Möglichkeit, jemanden anzurufen. Denn, ich meine, der ist wahrscheinlich eh sinnlos, dieser Joker. Oder wenn du was ausschließen kannst, wie gesagt, Aminosäuren wird es wohl nicht sein. Und du hast dann Glück. Das ist definitiv nicht. Aminosäure und die andere Antwort bleiben, dann hättest du ja schon mal den 50-50 sinnvoll eingesetzt. Allerdings ist das auch immer so zweifelhaft. Ja, genau. Ja, komm, dann setzen wir jetzt nochmal einen Telefonjoker ein, machen wir es noch ein bisschen spannend hier. Jetzt haben Leute gegoogelt, jetzt wird's fies mit Wikipedia. Also ich weiß die Antwort, aber ich darf dir ja nicht helfen. Ja, komm, mach nochmal einen Telefonjoker, wird schon nicht so tragisch sein. Dein Freund hat D genommen, das ging ziemlich schnell. Also Ethansäure, sagt er. Ja gut, dann moin, dann nehmen wir das. Der Chat ist nämlich auch einig, die haben gesagt, D ist es, Ethansäure. Ich wüsste, ich hätte es auch nicht gewusst, aber gut. Vertrauen wir mal drauf. Und es stimmt. Das ist ja schön. Kannte den Begriff Ethansäure jetzt gar nicht, muss ich sagen. Das ist peinlich, aber gut. Passiert. Ich sag mal so, es kann nicht jeder alles wissen, von daher. Ja. Hm. Man kann ja ein Fachidiot sein, aber ich denke mal, so eine gute Allgemeinbildung ist auch was wert. Ich bin eigentlich mehr für so Allgemeinbildungssachen, doch, doch. Ja, also ich sag mal, mein Vater hätte es gewusst, der ist chemischer Meister, also der... Als Chemiker, nicht, ja. Der hat da nicht mal drüber nachgedacht, der kann ja auch solche ganz komplizierten Worte aussprechen, die ich nicht... Natriumdioxidacetylat und blal. Na, egal. Ja. Na doch, der macht das schon jetzt 30 Jahre, deswegen, der kann das, naja. Welches Volumen berechnet man mit der Formel Pi R Quadrat mal H? A. Eine Kugel, B. Ein Kegel, C. Ein Zylinder oder D. Ein Würfel? Ein Zylinder. Oh. Würde ich sagen, spontan aus dem Bauch heraus. Das war eben auch Pi mal R Quadrat. R Quadrat ist Kreis mal H. Ich dachte, wir haben es ausgestellt. Ja, es wird trotzdem. Ja, ein Kreis mal eine Höhe kann schon mal kein Kegel sein, weil das ist eine Pyramide, die rund ist. Also so von Beschreiben der Form, nicht wahr? Skala wird jetzt wahrscheinlich durchdrehen, wenn ich so beschreibe. Ein Würfel ist Quatsch, Parallelogramm. Weil Parallelogramm. Parallelogramm, ja. Das ist Ihre Entscheidung. Würfel ist klar, es ist quadratisch, da ist schon kein Pi mal R mal drin, mehr drin. Mhm. Und eine Kugel ist, ja, ne? Kugel ist, nee. Also, deine Antwort lautet? Ich würde sagen Zylinder. Zylinder, würde ich eigentlich auch sagen.
Ne? Ja, ne? Höre auf Zylinder Scully. rund und hoch. Scully sagt direkt auch C, also ich meine, er ist der Mathematiker unter uns, von daher. Ja, eben, der muss es ja auf jeden Fall. Ja, dann locken wir ein. C, Zylinder. Das ist Ihre Entscheidung. Nein, es gibt keine Autogrammkarten von mir, finde ich affig sowas. Was? Also Entschuldigung, Adop. Dann unterschrieben Unterhosenbruger. Oh, schick mir getragenen Stringtangas und Burnout. Und du unterschreibst sie. Stringcut. Was ist das, Burnout? Kaffee? Oh, Kaffee. Ein Panda und Kaffee, das ist sehr gut. Dieses Mal. Panda-Kaffee. Beste Kombo. Lecker. Lecker Panda-Kaffee. Denken Sie mal nach. Nächste Frage. Oh Gott, das wüsste ich jetzt auch nicht. Welches James Bond Girl wurde von Talisa Soto gespielt? A. Loop, Lamora. Ach. B. Pola Inanova, C. Della Churchill oder D. Stacy Sutton. Ja, das ist noch was, wo ich dran kriegen kann. Das geht gar nicht. War es jetzt schon wieder so laut? Ja, du übersteuerst immer total am Anfang. So, wieder Blechtrommel. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist auch irgendeine Einstellung im Teamspeak. Ich hatte das schon lange, lange nicht mehr an. Ja, blöd. Wie waren die Antworten nochmal? Moment mal hier. Loop, Lamora, Pola, Inanova, Della Churchill oder Stacy Sutton. Pola Ivanova steht. Kann ich lesen. Wurde von Talisa Soto gespielt. Den letzten James Bond, den ich gesehen habe, da war ich auch nicht ganz bei Verstand. Das war doch das, wo M stirbt, oder? Ah nee, doch, oder? War das der? Doch. Ja, das ist der, wo M stirbt. In dem Landhaus? Bei seiner Familie? Ja, Skyfall. Okay. Skyfall, den habe ich nie gesehen, deswegen, Ich stell's mir gerade vor, Rupsel, wenn Luna ein Paket bekommt mit getragener Unterwäsche und da steht drauf, getragene Unterhosen für Bruger. Das wäre cool. Der darf das ja gar nicht wissen. Da müssen wir dicht halten. Der riecht das schon vorher. 50-50, Bruger. Okay. Sonst, nee. 50, ja, ich glaube auch, dass ich habe keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich ausschließen sollte, ehrlich gesagt. 50. Das ist wieder einfach nur eine Sammlung von Namen. Das ist Buchstaben. Ja. Falsche Antworten. Ich weiß auch nicht, wie die aktuellen Bond Girls heißen, also. Loop? Oder die früheren, oder über. Ja, eben, also ich weiß nur, dass Dings dabei war hier. Wie heißt sie? Hm? Ach, die finde ich doch so lecker. Ah ja. Schon wieder. Nee, hier aus Der Morgen stirbt nie. Wie heißt sie denn? Der Morgen stirbt nie, habe ich auch nicht gesehen. Halle Berry, die finde ich so lecker. Ach, sie? Sie war dabei, sie war das Bond Girl bei Morgen stirbt nie. Naja. Welches James Bond Girl, bla, A, hätten wir noch Lupe Lamora und D, Stacy Sutton. Talisa Soto, sagt mir null. Also A oder D. Talisa Soto. Ich finde, bei so Bond Girls, da merkt man sich auch nicht den Namen. Da denkt man, ja, das ist. Sagt wer Hörnchen, zu riechen. Einer zu viel. Ja, ne? Bond Girl, das hört sich so sexistisch an, als wäre das früher aus den Alten mit. Ja. Aber das ist Lupe Lamora, Stacy Sutton, ja. Schön. Ja, du siehst die Frauen da und du denkst nicht eine Sekunde drüber nach, überhaupt ihren Namen von irgendwas zu merken. Vielleicht Bond selber, da kennt man den Namen ja irgendwo her, und der Bösewicht. Da guckst du meistens nur, wenn die wieder im Bikini da rumspringt, so. Ja, der Rest ist mir ja auch relativ egal. Boobies. Ja, Halle Berry hat auch ganz schön Hupen, muss ich sagen. Die ist gut gebaut, die Frau. Aber ja. Gesicht finde ich nicht so ansprechend. Und echt? Das muss schon stimmen bei einer Frau. Ja gut, lange Haare finde ich stehen hier besser. Lange Haare auf jeden Fall. Flintstones-Film. Ja, da war... Oh. Ja. Der Flint, da war so die Sekretärin von Mr. Stein. Ja. Oder wie der hieß. Also... Ja. Chat sagt B. Weiß nicht. Was? Ach so, super. B. Wieso nicht C? Nimm einfach mal B. Ja, B. Ich kann es anklicken, aber es passiert nichts mehr, glaube ich, wenn ich das tue. Das ist Lea. Ich rate jetzt ins Blaue hinaus, weil andere Wahl habe ich nicht. Nehmen wir A. Willst du zocken, ja? Lupe Lamora finde ich jetzt so Panne, den Namen, der muss jetzt stimmen. Lupe, die Füchsin, ja? Okay. Nee, das war Lupus. Lupus? Ja, Lupus ist die Krankheit. It's not Lupus! Es ist nicht Lupus. Es ist nicht Lupus. War es nicht Lupus? Nee, wie war das? Das ist Dr. House. Das ist niemals Dr. House, ja. Lupe ist der Fuchs, da gibt es doch diesen französischen Detektiv Lupe, so und so. Egal. Nehmen wir es, ja? Lupe Lamora. Ja. Nehmen wir jetzt einfach. Analyse. Mit der Lupe. Keine Ahnung. Und Zoom.
Was? Analyse? Oh. Das ist richtig. Ja, wunderbar. Wie weit sind wir eigentlich? Ja, Rupsler, nette halbe Stunde. 8000 Euro hätten wir. 8000? Oh, ich will da gucken, ich habe die Trilogie hier auf DVD noch, Austin Powers. 8000, schon alle Joker weg, das geht ja gar nicht. Ja, wir haben ja noch das Publikum, also hier den Chat-Publikum. Wenn man da genug Zeit lässt, dann kommen die auf die Idee und googeln. Das ist dann nicht so cool, aber die wissen dann immer die richtige Antwort. Das ist aber auch ein bisschen gecheatet, dann auf die Millionen zu kommen. Ja, du musst ja nicht drauf hören, was sie schreiben. Man weiß ja nicht. Wenn Burnout das schon richtig hinkriegt. Ja, es ist nie Lupus, richtig. Welche Farbe haben die Barette und Helme der Soldaten der UN-Streitkräfte? A. Gelb, B. Weiß. Okay, das ist einfach. Ja, eigentlich schon. C. Blau oder D. Rot? Das ist einfach. Wollen wir nicht noch ein bisschen Zeit irgendwie überbrücken? Ich lese mal den Chat immer. Du kannst ja jetzt erstmal erzählen, was du mit den jeweiligen Farben alles so persönlich verbindest. Lupin, genau. Lupin mit den jeweiligen ja. Farben. Mit Gelb, Eigelb aus dem Hühnerei. Mh, lecker. Also der Chat, der ist sich sehr einig, ja. Ja, die wissen rosa. Alles. Das ist ja auch Sinn. Ja, rosa-rot, also B und D. Ach so, B und D, läuft. Rosa-rot. Ja, nee, also es ist C. Es ist blau. Sind die Blauhelmsoldaten. Ja, diese blauen Helme mit dem weißen UN drauf, ist ja eigentlich, weiß man aus den Nachrichten und alles. Sollte man wissen eigentlich. Weißt du, aber vorher dann so eine Frage mit James Bond Girls, wer kennt sich denn da so aus? Ich weiß nicht mal die ganzen James Bond Darsteller. Oh, außer Sean Connery und... Es gibt da Leute, die können jedes Haar daran abzählen, aber... Ja, ja, die wissen sofort, welcher Bösewicht wo das erste Mal auftaucht. Das ist so. Ja. So gut finde ich die alten, ehrlich gesagt. Minute und so. Ich finde die alle nicht so gut. Die neuen sind super. Die neuen sind. Also, ich habe das letzte, was ich geguckt habe, ist Quantum Trost. Quantum oder wie das hieß? Trost, ja, Quantum Solace. Ja. Also, die neuen Casino Royale, Quantum Trost, Skyfall, die sind echt. Fand ich nicht gut. Doch. Quantum Trost fand ich extrem langweilig. Die anderen, so mit Pierce Brosnan, langweilig. Die waren viel zu Gadget-mäßig. Also, der hatte ja so viel Zeug, das war ja schon langweilig. Das war okay, das kann sein. Aber ich fand Quantum Trost wirklich langweilig, keine Ahnung. Oh ja, Zahlencode Pink Camouflage. So, nächste Frage. Camouflage, Fletch. Nächste Frage für dich, Gary. Unter welchem Namen ist der Musiker Steve Wold besser bekannt? A. C6 Steve, B. Steve Harley, C. Steve Winwood oder D. Stevie Nicks? Also Stevie Nicks habe ich schon mal gehört. Ob das jetzt aber auch heißt, dass das der ist? Ich kann mit nichts was anfangen. Also Stevie Nicks habe ich irgendwo schon mal gehört. Steve Winwood, C6 Steve, Steve Harley. Ich hol mir was zu trinken. Jo. War Stevie Nicks ein Kerl? Da habe ich das immer falsch verstanden, wenn das irgendwo erwähnt wurde. Ich hatte immer gedacht, es wäre eine Frau. Ja, Musiker. Ich überlege also, die Fragen sind nicht in my favor, muss ich sagen. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus gerade. Ich wüsste nicht mehr, wer das ist, wenn ich die Musik kenne, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wieder irgend so ein Radiokram, der da mal lief, so ein bisschen, ne? Ach, der Chef weiß auch nichts. Stani. Also ich habe so im Hinterkopf, das wäre schon relativ berühmt, aber keine Ahnung. Das Schauspieler, das Musiker-Ding. Was? Fußball-Scully schreibt Sieve Wold. Sieve Wold? Ja, Maddie holt sich wieder eine Cola vom Balkon, genau. Maddie. Muss heute Abend noch lernen. Ach, stimmt. Da gibt's keine Cola. Kannst vom mir Balkon. Eine vom Balkon holen. Das ist schon so ein Insider, Maddie. Wenn man sagt Cola vom Balkon, dann wissen die Leute eh, was du machst. Dann wissen die, dass ich mir ein Bier geholt habe. Ja, richtig. Ich habe eine Cola vom Balkon. Obwohl, bald das geht das nicht mehr. Also, ich habe schon ein paar Antworten, aber ich hätte. Also, wenn es stimmt, dann finde ich das, weiß nicht, komisch, dass der so heißt. Okay. Ja, also, mir sagt nur Stevie nix was. Also. Der Rest, keine Ahnung. Ich stehe hier völlig. Ich sag mal so, wenn du jetzt die Frage richtig beantwortest, dann hast du wieder eine Grenze erreicht, bei der dir nichts mehr passieren kann vorerst. Wenn du sie jetzt aber nicht kriegst und falsch rätst, dann bist du bei 1000 Euro, oder? Mhm. Wenn du jetzt aber abbrichst, dann bist du bei 16.000. Aber abbrechen ist feige. Richtig, sehe ich auch so. Aber sich mit 1000 Euro hier zu blamieren, ist auch scheiße. Ne? Ah. Oh, das freut mich, Reaper, dass ich mich besser geschlagen habe als du. Aber ich habe es auch noch auf normal gespielt, das ist ja... Ja, man weiß ja nicht, also es gibt... Es muss ja nicht... Ich sag mal, beim Otter, als der das gemacht hat, der Zwiebelotter, der hat ja auch mal sowas gemacht mit einer Gamer Edition. Da gab es auch Leute, die hatten nur 200 Euro oder so. Das ist ja kein Beinbruch. Wirklich?
Ja. Ja, aber in der Gamer Edition. Ich weiß nicht. Ist beides doof. Das ist gut. Ich tippe mal A, weil es am abwegigsten ist von Ihaldur. Das ist eigentlich. Das ist natürlich das Beste, ja. C6D, weil die haben doch immer so doofe Namen. Da gebe ich ihm eigentlich recht, aber. Ja, obwohl ich jetzt. Die alle nicht wirklich toll und intelligent und die so. Six Steve ist ja ein richtig geiler Name für einen Schlagzeuger von einer. Pirate Metal Band. Das wäre schön. Ich ignoriere dich nicht, Lady. Ich lese doch alles. Du hast doch von einer Bru geschrien, habe ich gesagt. Lady oder Dani. Moin! Moin! Also, hast du eine Antwort für mich? Ja, muss ich mich jetzt entscheiden. Das ist aber doof. Ja. Scully hatte beim Otter sogar 0 Euro. Ha, ich habe die Mille gewonnen, Scully. Mit Martin. Ich hab Martin den Joker verpasst für die Million und er mir den Joker für die Million, siehst du mal. War richtig gut. Ich habe immer noch keine Antwort, das ist aber blöd. Ah, wie gesagt, du hast drei Möglichkeiten. Sollen wir mal Ihaldurs Weg verfolgen und einfach sagen, das, was am abwegigsten klingt? Ein Name, den ich nicht lesen kann, weil die Schrift so grün ist, so hellgrün. Tischtennisball. Achso, hi. Also wie du magst, du kannst die abwegige Möglichkeit in Betracht ziehen und sie auch wählen, oder du hörst auf, oder zockst. Und probierst irgendwas, was dir jetzt gerade so in den Sinn kommt. Dann machen wir mal Ihaldurs Weg und machen mal die abwegigste. C6 Steve, ja? Was kann schon passieren, außer dass ich mit 1000 hier lande? Aber okay. Die hätte ich so gerne. Wir nehmen C6 Steve, der seekranke Stefan. Wisst ihr? Ja, der war sicher Säufer und hat dauernd nur gereiert, deswegen. Okay, ich logge ein. Sicher. Ich wüsste auch kein Lied, was der gemacht hat. Also mir fällt jetzt nichts ein. Bei South Park ist Steve nichts eine Ziege. Diese Antwort ist richtig. Wirklich? Ist richtig. Ist doch verarsche. Tja, siehst du mal. Also Stevie Nicks ist eine Ziege, sagt Laser Games. Stevie Nicks ist eine Ziege bei South Park. Ach, ja. Da erkenne ich die. Luna hat kein Internet. Der hat angerufen vorhin bei mir und sagte, ich habe kein Netz und das ist alles tot. Ach, der Luna. Wollen wir uns mal kurz gucken, jetzt werde ich wieder angeschrieben. Kurz mal was trinken. Prost! Dankeschön. Leider kein vom Balkon und so. Oh, der Rex postet immer Videos. Was macht denn der? Weiß es nicht. Er weiß wahrscheinlich nicht, dass wir gerade Livestream machen, würde ich sagen. Das ist schön. Das weiß ich. Lalala. Ich hoffe, ich auch. Nächste Frage. Oh, an welchem Fluss liegt die US-amerikanische Stadt Cincinnati? A. Red, B. Missouri, C. Mississippi oder D. Ohio? Erdkunde und dann auch noch Amerika, das Allerbeste. Da kenne ich mich auch. Cincinnati, ja. Ich war noch nie in Amerika. Cincinnati. Ich weiß, der Bundesstaat, wenn ich dir den jetzt verrate, dann ist es wohl auch schon gelöst. Deswegen verrate du ich müsstest mir nur die Lokalität auf der Karte sagen, dann wüsste ich es schon. Na, das wäre auch fies. Nee, das mache ich. Tut mir leid. Ach, verdammt. Och, Borsi. Aber wir können den Traum weiterleben lassen, dass unser Hello Kitty Online LP was wird. Hello Kitty Online LP? Der Traum lebt weiter. Was? Hello Kitty Online LP? Das will ich sehen. Ja, super. Gibt's wirklich, ne? Wusste ich, gell. Was? Wirklich? Sowas programmiert jemand? Naja. Ja, ernsthaft. Okay. Es gibt da wirklich Leute, die... Na gut. Es gibt ja auch Leute, die stehen auf My Little Pony und sind erwachsene Männer, aber... Heite Tai. Ja. Ja, nächste Woche, Reaper, mal gucken. Wo liegt Cincinnati? Also der Chat ist sich nicht einig. B, C, D, also A schließen sie wohl aus. Großartig, ja gut, A hätte ich jetzt auch ausgeschlossen. Ich kenne noch nicht mal einen Fluss in Amerika, der so heißt, hätte ich gesagt. Red. Aber ich meine, Ohio... hat man schon mal gehört, Missouri und Mississippi, weiß ich auch, wo sie liegen. Aber ob da jetzt Cincinnati dran liegt. Einfach sagen, A, weil es wieder am abwegigsten ist, sagt Scully. Von jemandem, der 0 Euro bei Weltmillionär gewinnt, würde ich mir keine Tipps geben lassen. Ja, schlecht. Vielleicht ist das jetzt der neue Plan. Vielleicht hat er ja vorher auf sicher gespielt. Nee, so. Reaper, sorry, aber. Davon halte ich nichts, Reaper, weil man hat ja überhaupt keinen Redestoff, wenn man sich nicht kennt. Warum sollte man dann zusammen Let's Play machen? Finde ich ein bisschen... Das stimmt allerdings. Ist ein bisschen schlecht. Ja, wenn man sich überhaupt nicht kennt und dann schreibt dich jemand an, hier, Bock auf LPT. Hä, wer? Wer bist du überhaupt? Ja, es ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht. Ja, ich kenne das. Ich bin am Überlegen.
Weil ich nicht genau weiß, wo der Ohio liegt. Bin ich da auch schon wieder? Wie soll ich sagen? Viele, ja gut, das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber viele, ja, ich überlege gerade, wie ich das rüberbringen kann. Viele Staaten und Städte sind ja eigentlich von indianischen Gründungsgebieten benannt. Also da, wo die Indianer mal lebten, die Ureinwohner. Cincinnati ist eins davon. Also Cincinnati hört man ja schon, dass es nicht amerikanischen Ursprungs ist, der Name. Was ist schon amerikanischen Ursprungs in Amerika? Also ja, beziehungsweise doch, das ist ja gerade amerikanischen Ursprungs, Puger. Die Ureinwohner sind doch die einzigen wirklichen Amerikaner. Die Haldor schreibt es gerade. Es gibt einen Red River, der ist Zufluss zum Mississippi. Hm? Ah, ja gut, so ein kleiner Fluss, da habe ich keine Ahnung von. Ich kenne mehr so die größeren von etwaigen Studien, aber sonst. Ach Scully, du weißt doch, wie es gemeint ist. Der Maddie tiest dich viel mehr und dem bist du nicht böse. Ich tease Scully gar nicht. Was ihr euch an den Kopf werft manchmal. Was werfen sie sich wieder an den Kopf? Ja, ist jetzt egal. Ist ja gut. Ja, ich weiß. Kommen in Cincinnati Zebramuscheln vor, dann weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Aber komm, wir treiben das mal ein bisschen voran, weil danach wollen wir noch eine Runde machen und dann was anderes. Also, dann entscheide ich zwischen C und D jetzt. C und D. Ja, und ich sag jetzt einfach mal, keine Ahnung. Ich nehme das, was ich nicht vermute, ich nehme den Ohio, ich nehme D. Okay. Komm, dann und zur ist Not, natürlich. Ich verliere, glaube ich, nicht viele. Es ist natürlich richtig, denn es ist auch der Bundesstaat. Was? Ohio. Wirklich? Cincinnati ist in Ohio. Das war in Ohio. Das ist fantastisch. Yep. Ich hätte, nee. 64.000 Euro. Wie geil. Wuhu. Ist ja nicht mehr viel. Bis zur Million, die ich sicher nicht kriegen werde, aber egal. Jetzt geht's richtig rund hier. Jetzt geht's richtig zur Sache. Jetzt kommen die ganzen fiesen Fragen. Nicht mitziehen. Oh, das ist... Nämlich? Ach, das ist... Na gut, je nachdem. Könntest du wissen, welcher Edelstein ist eine Form von durchsichtigem oder durchscheinenden Aluminiumsilikat? A. Amethyst, B. Topaz, C. Saphir oder D. Rubin? Das könnte ich wirklich wissen. Also Rubin, Aluminiumsyndikat, was Amethyst. Ich weiß nur, dass Aluminium auf seiner höchsten Dichte wieder durchsichtig wird. Habt ihr das gewusst? Ja, durchsichtig, das ist ja schon mal was. Topas sind gelb, Saphir sind blau, Rubine sind rot. Amethyst ist violett. Aber wenn's. Ja, warum ist es dann durchsichtig oder durchscheinend Aluminiumsyndikat? Ja, gut, das kommt auf das Silikat drauf an. Ist das nicht Silikon oder? Und Silikon? Das weiß niemand. Ja, weiß man nicht. Ja, ich zahle aus. Ich habe ja schon mal gesagt, ich male euch handgemalte hier Checks mit Paint ungedeckt natürlich. Oh, das ist aber schade. Wieso nicht gedeckt, Bruch? Ich hätte gerne was Gedecktes. Sag mal, das ist jetzt Lunas Spruch. Das war einer zu viel, Gary. Ich hätte gerne was Gedecktes. Ich hätte gerne was zum Decken. Ja. Also Saphir und Rubin. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich hätte so eine Tendenz, aber entweder zu Topaz oder zu Saphir. Den hat Luna gegessen. Den hat Luna gegessen, Lady. Luna? Den Check. Ach, der Luna ist Checks. Lecker. Ich wüsste jetzt aber auch nicht. Eine Form von durchsichtigem oder durchscheinendem Aluminiumsilikat. Das ist auch immer schwierig. Cool Demon würde B tippen. Lia sagt, du schmutziger Gary. Was? Ja, der hat den gegessen, Lady. So ein Quatsch. Luna ist nicht da, deswegen kann er sich nicht rechtfertigen. Dann kann ich jetzt einfach mal sowas in den Raum werfen. Es liegt an ihm. Ach so, der arme Luna. Ja, das ist. Ja, Also zwei Bs hätten wir schon. Ich tippe A. Nidhogg habe ich gesehen, Borsi. Das habe ich bei Northern Line gesehen. Das ist voll cool. Sagt nicht einer, ich weiß es. Und sagt das und das. Nee, ich tippe. Wo sind denn die schnellen Googler hier? Ja, das ist ja feige. Ja, natürlich ist das feige. Nee, ich würde jetzt auch. Ich würde auch tippen B. Topaz? Es liegt an ihm.
Also gelb ist... Ich überlege gerade, ich habe mich da schon mal informiert in der Richtung, aber ich weiß nicht mehr, was durchscheinendes Aluminiumsilikat ist. Ich weiß nur, Rubine sind doch eine mit der reinsten Formen von Edelsteinen. Also ich denke nicht, dass es Rubin ist, mal so jetzt von mir aus. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hätte ich jetzt eigentlich auch nicht gedacht. Ja, ich schwanke so zwischen Saphir und Topaz. Da könnte ich mir es am ehesten vorstellen, dass es aus Aluminiumsilikat ist. Saphir, da schwanke ich halt auch hin. So Saphir, Topaz, ist gemein. Also Bauch raus. Alles ich... irgendwie logisch, aber irgendwie auch nicht. Ja, genau. Also wegen der Färbung hätte ich gesagt Saphir. Das käme mir da am sinnvollsten vor. Aber Topaz ist mir direkt so ins Auge gesprungen. Ich würde. Ja. Entscheide dich jetzt. So. Soll ich jetzt einfach mal so entscheiden? Ich wüsste es auch nicht, gebe ich zu. Also, wie gesagt, zocken oder so. Ich will beides. Ich will B und C. Es ist ja, F. Gut, dann. Standard-Turk hat gegoogelt. F, ja, moin, F. Können wir dran schreiben? Es ist F, weil Standard-Turk sagt's. Geht nicht anders, muss man jetzt dann machen. Ja. Ja, komm, dann mach. Topaz? Oder aussteigen, wie du willst. Topaz, nee, war das nicht so eine Marke von Kellogg's? Ich mache hier nicht feige, ja, das auch. Ich bin jetzt nicht feige hier. Ich mach Saphir. Ich mach Saphir, was soll's. Saphir? Das ist so richtig schön unsinnig, ja. Oh, okay. Wir nehmen Saphir. Nimm Saphir, komm. Ja, ich würde auch sagen, C ist es zu 25%. Und ach so. Ist leider falsch. Es wäre Topaz gewesen. Wirklich? B, Topaz. Wirklich? Echt schade. Oh Mann, das war jetzt echt doof. Also, ist ja voll gemein. Dein Bauchgefühl war richtig. 16.000 Euro hast du. Man sollte immer drauf hören, Leute. Nehmt euch das mit. Nehmt euch das. Ja, immer aufs Bauchgefühl. Oh Mann. Ja, schade. Aber war schön dabei zu sein. Oh Mann. Naja, doch, hat Spaß gemacht. Danke, dass du Gast warst. Gerne. Klar, gerne. Wieder. So, wir verlassen mal ganz kurz, denn ihr könnt jetzt mal kurz Pipi machen gehen, wenn ihr wiederkommt. Ich muss da mal was vorbereiten. Ich war ein bisschen schlecht vorbereitet, gebe ich zu. So. Okay. Ich muss mal. Ich schmeiß mich dann mal raus, ja? Jo, alles klar. Mach's gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ebenfalls. Tschüss. So, warte mal. Manny, mir fällt jetzt keine Frage dazu ein, wie man das machen kann. Bin jetzt gerade raus? Ne? Bin gerade offline? Was? Nee, ist nicht offline. Ich habe nur wieder das Screensaver-Bild quasi. Jo, das heißt, man kann uns gerade hören. Ja, also Vorsicht. Leise. Sei anständig. Oh. Ah, Mist, ich wollte gerade etwas... Nee, dann lieber nicht. Nee, warte mal, ich habe eine gute Idee. Wie? Das ist schwer jetzt. Wie würde der... Schlimm. Ja, das ist jetzt so ein bisschen fast Werbung. Kann man sagen, wir bereiten gerade etwas vor, live. Ja. Aber dann ist es ja keine Vorbereitung mehr. Dann ist es, wir bereiten gerade etwas gleich. Wir machen gerade eine Gleichbereitung. Ist nochmal Glückwunsch an Gary für seinen mega guten Auftritt da gerade. Also ist schon harter Mann. Das war mutig. Er hat ein paar Mal gezockt und hat gewonnen. Das ist, macht nicht jeder. Ich finde, es ist überhaupt schon mutig, sich überhaupt auf den Stuhl zu setzen, jetzt hier so öffentlich. Ja. So, was ich mache das jetzt einfach mal so. Ich nehme jetzt mal eine ganz simple Frage. Und zwar... das sieht so blöd aus jetzt. So. Ich mache das jetzt mit Paint. Ist mir ganz egal. So, bitte den Arnold in den Hintergrund. Diese Frage... diese Frage bitte... auf Twitter beantworten. Ich werde sie jetzt gleich twittern. Und da wird sich nicht beschwert. Da wird sich nicht beschwert. Oh, ich habe kein Twitter. Oh, mein Penis ist so groß. Ah, tut mir ja leid jetzt. Und, was? Das macht dir nicht leid, so. Solange dich auf den Boden schleift. So. Ja, ist problematisch. Es ist getwittert. Derjenige oder diejenige, die eine bestimmte Anzahl von Antworten oder die bestimmte Antwort liefert zu der Nummer, die ich jetzt suche, ja, ich verrat's nicht, das ist ja das Nette dabei. Es könnte eine gerade Zahl sein, es könnte auch sowas wie 5 oder 10 oder 15 sein. Die Person gewinnt jetzt Batman Arkham Asylum, was ich auch gerade spiele. Auch wieder gesponsert von dem lieben Kakko Fund, dem Alex. Übrigens. Das ist echt nett. Nee, ich sing nicht. Ja. Danke.
Ja, danke nochmal dafür, aber Leute, nicht in den Chat schreiben. Bitte, ich mit Twitter. Brugger hat getwittert, genau das. Oder getweetet. Getwittert. Ich gebe dir gerne schon mal den anderen Moin. Key, Maddie. Dann kannst du. Also, ach so, muss ich dann jetzt? Ja, es ist Humble Bundle, ihr müsst das dann claimen. Ja. Und, ach so, ich mach den anderen. Ja, du kannst den anderen Giveaway dann später. Du kannst ja schon mal eine Frage zu ausdenken, weil mir fällt doch spontan nichts ein. Ich mach auch ein schönes Bild dazu. Also, das muss. Das ist gut, das ist gut. Kannst du mir dann gleich zurückschicken. So, hier ist schon mal dein Key. Den kannst du dann gerade später rausschicken. Ach, das Spiel habe ich noch nicht. Okay, dann, Deswegen habe ich ja gerade überlegt, so, wie kann man das schön mit einem Wortspiel verknüpfen irgendwie. Ja. Wie ey, gesagt, Spiel wenn ihr, zu gewinnen. Ihr in Zukunft wisst ihr Bescheid, wenn ihr Twitter habt, dann könnt ihr gerne mal mitmachen bei den Giveaways, ansonsten leider nicht. Was, Ben Affleck? Warum schreibt ihr Ben Affleck? Ich glaube, ihr wollt nicht gewinnen, oder? Beckenbauer. Ben Affleck ist doch nicht der dunkle Ritter. Oder habe ich was verpasst, Maddie? Was? Ja, ich habe jetzt schon ein paar Antworten Ben Affleck auf Twitter. Das ist doch nicht Ben Affleck. Ich habe bis jetzt nicht? Michael Jackson. Ja, Scully, richtig. Richtig. Ben Affleck, nee. Wie kommt ihr alle auf Ben Affleck? Bis jetzt hat die liebe Luna nie es richtig. Die liebe Zockerlady hat's richtig, sonst habe ich noch keine richtigen Antworten. Ich bin leicht enttäuscht. Ich push mal was. Ich bin ein wenig enttäuscht. Rainer Kallmund, genau. Rainer Kallmund, Michael Jackson. Ben Arschfleck auch. Auch der. Ja, hundertmal. Ja, also die neuen Christopher Nolan, die jetzt halt aktuell sind. Nicht die ganz. Echt, jetzt kommen neue Filme mit Ben Affleck als Batman? Die gucke ich nicht. Die boykottieren. Ernsthaft, der Typ ist kacke. Den mag ich nicht. Ich hab dir mal einen Push geschickt, Brugger. Den mag ich nicht. Oh nee, oder? Man of Steel? Aber das ist doch Batman. Das ist doch nicht Batman. Man of Steel ist doch. Alter. Nee, also Entschuldigung, um das klarzustellen. Ich meine nicht die schlechten Batman-Filme, die in Zukunft kommen werden, sondern die guten. Ernsthaft? Ja, der spielt den. Oh Leute, das ist doch kacke. Nee, tut mir leid, dann ist das doof formuliert. Nee, das habe ich jetzt gar nicht gewusst, ehrlich gesagt. Also es zählt schon der Alte. Dann könnt ihr auch gerne nochmal doppelt posten, die schon geschrieben haben. Das tut mir sehr leid. Das ist jetzt ein Missverständnis. Als auf Ben Affleck. Ja, das brech ist ins Ben Essen. Affleck. Das ist Ben Affleck. Ich brech das ist ins Essen. Das hat niemand mitgekriegt. Das ist ja eklig. Ich finde die Antwort von Arne übrigens auch super. Nur eine Fleischwunde. Ja, sehr gut. So, warte, ich. Maddie, sag mal Stopp. Stopp! Okay. Ich habe eine 13, komischerweise. Und ich zähle jetzt mal. Nee, also tut mir echt leid, ich wusste das nicht mit Ben Affleck. Das, wir machen ja noch eins und vielleicht noch eins danach, das ist dann fair. Weil, also, wie blöd ist das denn? Ben Affleck als Batman, sag mal, die haben doch Lack gesoffen, oder? Ja, Ben Affleck ist grottenschlecht. Ich fand den nur gut in Dogma und auch nur, weil es von Kevin Smith ist hier, der Film. Sonst ist der Film, ich weiß nicht, der hat mich eh genervt, Ben Affleck, dass er da drin einen Engel gespielt hat. Naja, okay, wir haben aber eins, man muss auch sagen, hier bei Heath Ledger haben sie am Anfang auch immer gesagt, schwuler Cowboy, wie will der denn? 10, 11, 12. Aber der hat den Joker ja super gemacht. Und wir haben Wehrhörnchen hat gewonnen. Moin, Wehrhörnchen, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Du kriegst Batman Arkham Asylum von dem lieben Kako Fund gesponsert. Ich schick dir das mal hier auf Twitter. Sag bitte gerade Bescheid, wenn es geht. Also musst du per Humble Bundle, warte mal, auch nicht blockieren, das wäre schlecht. Direktnachricht. So, bitteschön. Ist sogar die Game of the Year, da hast du, glaube ich, auch mit Add-ons. Gibt's da welche? Ich hab keine Ahnung. Naja. Gut, also herzlichen Glückwunsch an Wehrhörnchen. Viel Spaß mit dem Spiel. Ich muss halt mal gucken, was ich dann noch raushau später. Aber du machst eins noch, Matti, ja? Ja, ich mach das. Hast jetzt du eine gute Frage? Ja. Heath Ledger ist super. Also gegen den kann man gar nichts haben. Der war zu Lebzeiten echt super Schauspieler. Das war so ein richtiger Method Actor, sagt man ja, ne? So richtig. Na gut, Maddie, was machen wir jetzt?
Wollen wir was mit den Zuschauern spielen? Hast du Bock? Ja, was denn? Ich würde sagen, wir machen mal einen Straw-Poll am besten, oder? Ja, das können wir noch am besten machen. Das ist schön. Kann ich nebenher noch schön mit Photoshop hier... Google, ey. Wollen die Google Chrome als Standardbrowser? Ja, nee. How about no? Und zwar hätten wir das. Dings hast du auch noch installiert, oder? Natural Selection. Ja, ich hab's nicht gelöscht, dann müsste es eigentlich nur drauf sein. Aber Medieval hast du nicht, ne? Chivalry, meine ich. Nee, hab ich nicht. Was hätten wir sonst noch im Angebot? DayZ hast du nicht, ne? Ja, das wäre auch Quatsch, jetzt hatten wir ja schon im Stream. Oder warte mal, oder? Na gut, das geht ja nicht. Contagion, weil Luna kann keinen Server aufsetzen. Ohne Luna ist sie irgendwie doof. Ja, das ist echt doof. Ist blöd. Na gut, ich hau mal hier einen Link rein, Leute. Ihr könnt euch gerne aussuchen, was ihr haben wollt. Und dann gucken wir mal die Abstimmung. Tralala und tralali. So. Machst du gerade? Hast du was Gutes ausgedacht? Mhm. Schön. Ja, aber dann muss ich erst eine Freigabe von dir einfordern. Oha. Ist es was Versautes? Nein. Ich doch nicht. Nein, du doch nicht. Was los? Oh Mann, das musst du nehmen, das ist so gut. So, jetzt brauche ich noch ein schönes Bild, dass da ein Hintergrund kommen kann. Also die geben sich gerade nicht viel, die Votes. Natural Selection liegt knapp vorne. Das nehmen wir alles. Was? Maddie, was ist los? Oh Leute, ich habe wieder meine 5 Minuten. Wenn ich deinen Avatar schon sehe, dann muss ich jetzt mal lachen, ne? Der Bart, im Bart. Ja, dieser Hulk Hogan Bart. Das ist gut. Aber weißt du, was für ein gutes Gefühl das ist, so einen Poll laufen zu lassen und zu wissen, dass das Ding nicht jede Sekunde abschmieren kann, mein Rechner? Ja, das ist echt gut. Das ist echt super. Kannst dir gar nicht sagen, wie gut ich das finde. Spannender als die Bundestagswahl, ja. Melli. Den Link nochmal, ja gerne. Melli. Ja, siehst du, Butler. Ich push das mal, das wird so gut. Ja, es sind sogar schon 88 jetzt aktuell, Lunani. Ich lach mir hier den an. Der Melli kriegt sich nicht mehr. Okay, also ich glaube, Bruder, da tut sich nicht mehr viel. Was hast du mir da geschickt? Alter, Melli. Was ist denn das für eine Frage? Wie willst du denn auf das Spiel zurückschließen? Das muss ich doch gar nicht. Oh, das Bild ist ja übel. Das Bild ist richtig gemein. Alter. Aber die Körperöffnung, die ist eigentlich falsch. Na gut. Macht man doch anders, oder? Also gut, ich würde sagen, Natural Selection hat mit 99 Votes, nee, 100 jetzt insgesamt, 56 abgestaubt, das heißt 56% für Natural Selection. Okay. Für NS. NS hat gewonnen. Vor KV. Ist die Frage freigegeben oder nicht? Deine jetzt, oder? Ja. Ja, willst du jetzt schon raushauen? Wollen wir nicht später? Nein, ob die freigegeben ist für nachher. Ja, mach doch. Ist doch egal, was für ein Inhalt da drin. Solange es nicht irgendwie in abartigen Spielarten ausartet, ist doch alles egal. Okay, Leute, wir spielen Natural Selection. Das Spiel, das wir gar nicht können, Maddie und ich, ne? Ich hab's mir danach nicht nochmal angeguckt. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Oh, das kann man gar nicht im Fenster, oder doch? Och, es startet halt erstmal in 800x600, das ist schön. Das liebe ich so an Steam. Oh, Leute, ich bin so froh, dass Bruger deine Freigabe erteilt hat. Dann werdet ihr das Bild bald sehen. Das ist richtig versaut. Aber es kann man lassen, finde ich. Wenn die jetzt lacht, ist sicher total kaputt. Das ist so gut. Nein, ich habe meinen Kugelschreiber kaputt gemacht. Was? Das Hinterklemmding wieder ab. Weiß ich nicht. Sag mal, wie lange lädt denn das? Ich heiße hier immer noch Peter Lustig. Was ist da los? Ich heiße Bruger und bin Level 0. Hab 0 Skill, steht hier. Skill 0 und Level 0. Warte, ich will nicht. Warum? Ich bin auf Options gegangen, jetzt lädt er ein Match. Ich will das nicht. Maddie, hilf mir. Bitte. Ich kann dir nicht helfen, Bruger. Mir kann keiner helfen. Ist zu spät. Nicht mehr sowas. Warum? Oh, ich hab Kopfschmerzen. Vom Lachen wahrscheinlich. Vom Lachen jetzt. Vom Schmammschnee die ganze Zeit.
Ich kenne das, wenn man zu lang und zu heftig lacht. Das ging bei mir bei Bloody Trapland so nach Part 5. Oh, Leute, müsst ihr unbedingt gucken. Aber Luna hat ihn ja schon, ne, die Sau. Meine Bär, bei uns gibt's den morgen. Ja, und Luna macht dafür morgen keinen Pech. So. Ja. Das ist auch ein Typ, ne? Da geht er einfach mal in Urlaub wieder ins Wochenende und sagt nichts. Komm, ich mach das jetzt schon hier. Game, wo haben wir's? Ist mir gerade ein bisschen zu doof. Add Game. Nein. Nein. Nicht Szene 4. Natural Selection, da. Man sieht halt noch gar nichts. Level 0, Skill 0. Das ist mein Leben. Das ist mein Credo. Generell. Looten und leveln ist nicht. Hier ist Gammeln und nichts drauf haben. Sag mal, warum lädt der jetzt so lange? Der hat jetzt schon bestimmt 2 Minuten geladen und tut sich nichts. Loading Shader. Ja, das ist schön, dass du die Shader erstmal lädst jetzt. Ja. Und da ist Natural Selection wirklich Arsch. Vor allem der kommt immer zum Bürgermeister hier. Der hat vor allem auch voll das falsche Format jetzt bei mir. Ich glaube, das ist 4 zu 3, das ist 16 zu 10. Ja. Meine Güte, dieses Spiel, ne? Ja, next Tipp. Lad mal lieber ein bisschen schneller. Ich darf mir dieses Bild nicht mehr angucken. Ja, tut mir leid, Left 4 Dead wäre eine Option gewesen, aber es haben zu wenig dafür gestimmt. Das ist, Ich muss jetzt erstmal Fenster zumachen, damit ich hier wieder Sauerstoff kriege. Ne, Fenster auf. Oh, ich kann nichts mehr. Jetzt habe ich Blackscreen und ein Pfeil im Bild. Ja, aber ich sehe hier was im Livestream, da sieht man ja, was. Ja, gleich hast du Blackscreen wahrscheinlich. Oh, Leute. Wir können ja auch gerne nochmal Dino D-Day spielen, ne? Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Nee, ich glaube, es hat sich gerade aufgehängt, das Spiel. Das ist schön. Ach, die Niki ist wieder da. Moin. Moin, Niki. Geht's jetzt wieder? Ja, dumme Frage, ne? Nee, geht nicht. Bin nur mal so reingekommen, Bescheid zu sagen. Wie bei Jurassic Park, wo... Wo ist die Ziege? Da angerufen wird und dann, ja, die Telefone gehen wieder. Ach so. Genau das. Mann, warum startet das jetzt nicht mehr? Weiß ich nicht. Was? Skip hier, skip, mach jetzt. Ich mach das selber optimized, das dauert mir so lang. Skip. Ernsthaft, also wie blöd ist das denn bitte? Da rennt er erstmal eine halbe Stunde lang das Ding hier durch und nichts passiert. So, Fullscreen machen wir nicht. Windowed, Vertical Sync sowieso nicht. Oh, das Infestation, oh, lassen wir mal alles. Zu wenig, Mail, zu wenig. Zu wenig. So, wer ist der Commander? Was hab ich da? So, mach ich mal Apply. Leviosaur, davon gibt's ja einen zweiten Teil, ne? Wie? Von was? Von Leviosaur. Ernsthaft? Achso, mhm. Ja, aber das ist nicht so gut. Hab ich noch nie angeguckt. Bruder, jetzt. Also, Accubomb und so, oh, Runstab. Und dann merkst du, wie er gefällt's und es ist halt ein bisschen. Achso, warte mal, ich sollte vielleicht mal die Friends-List anmachen. Wie machen wir das eigentlich mit dem Nachjoinen? Ich werde einfach den Server hier zeigen, dann könnt ihr nachjoinen, machen wir es hier. Ja, das ist viel einfacher. Weil wenn ich jetzt alle in die Friends-List packe, Leute, die ist immer so schnell voll, tut mir leid, das geht nicht. Ja, die ist wie Heinz Hönig in der Weinprobe. So, Lady, du kannst mir ja nachjoinen. Ich nehme jetzt einfach mal irgendeinen Server. Was haben wir da? Players, nehmen wir leer. Dafür muss ich auch erstmal online kommen. Ist gut, ja, machen wir mal. Das ist for fun, jeder gerne willkommen, Rookie-Friendly. Das ist doch schön, oder? Das war unser Laden. Also sucht nach Just for Fun, in Klammer, also jeder gerne willkommen, Rookie-Friendly. Refinery ist die Map. Das ist doch schön. Das ist doch schön, Maddie. Ich habe übrigens immer noch keine Ahnung, worum es in diesem Spiel geht, aber das ist... Akiobam, genau. Das ist mir ziemlich Latte gerade. Das geht nur ums Töten hier. Das ist einfach nur Monster gegen Menschen und die fressen alles. Auch die Menschen. Ja. So, ich habe jetzt kein Auge mehr auf den Chat, weil ich im Vollbild spiele. Ich sehe es gerade. Twitch hat sich mal wieder auf. Also, ich habe jetzt einen schönen Kringel bei Twitch. Das ist. Oh, jetzt geht's wieder. Ja, Twitch ist irgendwie komisch in letzter Zeit. Die behandeln nur noch die Partner gut. Deswegen hoffe ich ja, irgendwann einer zu werden. Dass ich dann. Ja,
Mehr Geld? Nee, so viel gibt's da gar nicht, glaube ich. Zumindest, dass sie dich mit Respekt behandeln. Das ja, ist das ja ist schon ja wirklich Schritt so. Die Partner, die haben ja die ganzen Features und du als normaler Streamer, der denen ja auch Geld dran schaufelt, weil sie ja offensichtlich Werbung schalten, ne? Oh, danke, Gary. Danke, dass du nochmal den Server gepostet hast. Downloading Mods, das ist ja schön. Ich wusste nicht, dass man hierfür Mods braucht. Das ist bestimmt jetzt irgend so ein krasser Scheiß, dass du da mit Hulk Hogan spielen kannst oder so. Mit Bart im Bart. Wie viel Uhr haben wir es jetzt? Wir haben es gerade mal 7:30. Was ist denn da los? Ja, es fehlt halt Trine, ne? Die Vormittrine haben wir nicht gespielt. Ja, deswegen, Luna, du Schweinebär, warum bist du nicht da? Das ist so doof. Soll ich nochmal anrufen? Ich kann dir auf Lautsprecher... Nee, das wär nicht gut. Luna, du bist im Livestream. Was? Am Ende ist der gerade beschäftigt oder so und ich erwische schon auf dem Klo. Das kann ja auch passieren. Dann hörst du im Hintergrund so richtig schön. Das ist passiert. Ich will jetzt nicht irgendwie was erzählen, aber... Ne? Ach, sag mal, wie lange lädt dann das Spiel? Das ist doch... Ist das Spiel das Geld wert? Kann ich nicht sagen. Nicht, wie viel Geld? Ich habe da, glaube ich, nur 5 Euro für ausgegeben. Ja, damals. Wir haben es, glaube ich, im Sale gekauft, im Autumn Sale. Also es war sehr günstig, aber... Es hat schon einen sehr hohen Metascore. Ich glaube, 87... Also ist nicht wenig, sage ich mal. Wir spielen Chuck Norris. Wir spielen Natural Selection 2. Natürliches Selektion. Oh, guck mal, es ruckelt nicht. Ich kann spielen, ohne dass es ruckelt, Matty. Das ist so schön. Das ist so schön. So richtig schön. Ich nehme mal Random, oder? Oder Spectate. Ja, nee, Spectate ist kacke. Spectate ist Arsch. Das ist richtig Arsch. Ich warte jetzt noch ein bisschen, bis ein paar Leute hier sind. Ich joine gerade auch. Er recrashet gerade. Ja, das ist... Das Spiel lädt ewig. Guck mal, Leute. Also, das finde ich wirklich schrecklich. Ich konnte es vorher nicht mal auf schlechter Auflösung spielen, ohne dass es ruckelte. Und jetzt läuft das Spiel mal. Das ist ja was ganz was Feines. Oh, warte mal. Ich sollte vielleicht noch umstellen, dass wir jetzt nicht mehr Wants to be a Millionaire spielen, sondern natürliche Selektion. Who wants to be Selection? Ja, wer möchte selektiert Welcome werden? To the ready room. Wer möchte bonjour. Gerne... Oh, bonjour. Peter Lustig. Oh. Warum bist du Peter Lustig? Weiß Warum es bist nicht. Du ein Mensch? Ich kann es nicht mehr ändern. Ich heiße bei Steam, glaube ich, auch gerade gar nicht Peter... Doch, ich heiße Peter Lustig. Ja, dann will ich es gesagt haben. Warum sind wir nicht irgendwie so ein Klumpen biologische Masse? Wir sind doch unter... Wir haben ja noch nicht ja, die Fraktion ausgewählt. Genau, wir sind noch gar nichts. Wir müssten eigentlich so ein Blob sein, der noch... Ach komm, Bruger, komm, Knallgas rein. Komm, spielen wir einen Ripley in Alien 3. Ja, bis jemand kommt, können wir uns ja gegenseitig schon aufs Maul hauen. Muss man hier echt reinspringen? Geht der? Ich versuch's mal. Oh, du bist. Jetzt bist du. Ja. Kara. Ui. Aber man kann hier drauf springen. Leute, das mit dem Basen ausbauen und infizieren und bla. Ich schnall das gar nicht. Wir brauchen auch einen Commander, ne? Oh, ich kann sagen. Ja, ich glaube, der muss dann bestimmen, wo es lang geht, ne? Mhm. Keine das heißt, Ahnung. Leute, join. This game will start when both sides have a commander. Oh, ich hab sowas wie ein kleines Tomahawk, so ein Klapp-Tomahawk. Ihr müsst mir sagen, ist das Spiel laut so, oder? Also müssen wir gar nichts. Müssen wir in die Suppe? Ja. Höhere Gewalt. Höhere Gewalt hat dich getötet, Maddie. Open Minimap, ich weiß gar nicht, wie das geht. Mit C. Ah. Wo bist du denn gerade? Ich bin gerade an den Lava Falls in der Mitte irgendwie. Ah, dann gehe ich da mal schön hin. So. Hallo. Hi, Maddie. Ist das wirklich? Oder tust du nur so? Nee, ich bin an den Lava Falls. Hey, wie soll ich denn da hin? Einfach runter am besten. Ja, man kann hier auch so geil die Wände hochklettern und so einen Blödsinn machen. Ja, du kannst das, ich nicht. Ich kann nur normal laufen. Ich kann auch theoretisch einen Commander machen, das ist in Ordnung, aber... Wahrscheinlich können wir uns sogar nicht töten, weil es geht ja erst los, wenn wir einen Commander haben, oder? Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu den Lava Falls. Oh, Sky Angel ist drin. Sky Angel. Moin. Moin. Wo bist du denn? Wo ist sie denn, Menno? Chana, machst du mal gerade Piep? Ah, da ist er. Hi, Maddie. Können wir uns töten? Bleib mal stehen, Junge! Immer mit der Ruhe! Nee, du machst mir keinen Schaden. Hi, Sky Angel, hi. Hi, Sky Angel. Hi.
hier, hi. Oh, jetzt habe ich Team geschrieben, ne? Wo ist er denn? Das ist bei mir. Commander! Wenn ihr einen Commander. Das heißt, wenn ich einen Commander habe, dann könnt ihr hier schön lustig Witze machen. Ja. Dann können wir gegeneinander spielen, aber das ist ja noch ein bisschen langweilig. Leute, joint nach, wenn ihr es habt. Es haben 100 Leute dafür gestimmt, also insgesamt 100, aber 56 für Natural Selection. Ja, wenn sie noch ein paar haben. Ich mach das Messer. Volles grüne Blut, ey, wieso brennt er da? Wenn es blutet, kann man es töten. Richtig. Ja, ich kann ja performer mal versuchen, einen Commander zu machen. Ready, geht los, glaub ich. Oder? Callpack? Callpack. Commander? Callpack ist bei uns Commander, das ist gut. Scheint loszugehen. Kill the Alien Hive. Callpack, okay. Ich weiß nicht, ob du zuhörst, ob du auch im Livestream bist, aber sei es dir gesagt, ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Sind wir ja schon mal zwei. Ist nur hart, wie schnell man mit so einem Ernie hier ist, mit so einem kleinen Wolper-Tinger, wie der abgeht. Was? Ist das laut? Leute, ihr müsst das sagen, wenn das so laut ist, das Spiel. Ich höre das leider nicht. Also bei mir ist es flüsterleise auf den Ohren. Das ist leider ein wenig doof. Oder ist es so, dass hier der Commander sich um alle Ressourcen und Blader kümmert? Ich weiß es nicht. Die brauchen ja theoretisch auch ein paar Arbeiter. Ich baue ja mal fröhlich so ein bisschen was. Wir sind echt nur zu zweit aktuell. Also es scheint so zu sein, dass Callpack irgendwelche Ressourcen benutzt bei uns, weil die mehr und weniger werden. Also Sky Angel ist jetzt auch nicht mehr Commander, läuft jetzt hier mit mir rum. Hä? Ja. Ich kann mir hier den Welder holen. The spawn will start when both sides have Commander. Brauchst mindestens 4 Spieler für den Scheiß. Das ist schon immer ein Ausschlusskriterium, ne? Schönes One-on-One gibt's nicht. Blödes Spiel. Wir treffen uns auf Hashtag. Bleibt wieder. Ja. Jetzt muss ich hier wieder was bauen. Wie kannst du denn das bauen? Ja, mit einem Welder halt, mit einem Welding Tool. Ich gar nicht. Objective completed. Wir bauen hier gerade nur. Ich will jetzt mal töten. Komm mal mit. Sky Hensel. Komm mit. Ich weiß, wo dein Holz ist. Der Bruger hat's umbaut. Wer hat das Holz weggebaut? Der Bruger. Jawohl. Wer nimmt dir das Holz umbaut? Der Bruger. Oh, sorry, Peter. Peter. Kannst du nicht Peter lustig töten? Ich muss da irgendwas machen. Build structure here to gather resources. Oh. Kann ich da was bauen? So, ich bin jetzt wieder da. Maddie ist wieder im Spiel. Nee, das geht so nicht. Maddie's back. Guess who's back? Maddie's back. Einfach ist was anderes und intuitiv auch, aber ich glaube, wir machen das schon richtig. Man soll das einfach nicht hinterfragen, man soll einfach nur spielen, sich gegenseitig aufs Maul hauen, dann geht das schon. Mhm. Ich werde irgendwas umschmamschen, seid ihr das? So, ich... da vorne war was. Schmamsch. Bin der Bruder. Und wie ist das? Die Aliens können sich irgendwie weiterentwickeln oder was? Ja, du kannst mutieren, ja. Scheinbar. Oh, wir sind immer schon zu dritt. 3-2 ist nicht fair, Leute. Geht doch mal zum anderen. Nein, das wird nicht passieren. Nicht, dass ihr jetzt wieder alle nachjoint bei mir, weil das war letztes Mal schon so. Da wollten sie alle zu mir kommen. Der Winning Team Join ist so. Koks ist jetzt bei uns. Das ist gut. Koks. Ah, sehr. Koks. Koks. Wir haben Koks. Ja. Oh, da ist eine Structure von euch. Was macht ihr denn da? Rauchen. Rauchen. Also. Es ist ja so ein bisschen. Wenn da nur so wenig Leute sind. Guck mal einer an. Hm? Thread stand da gerade. Oh. Was? Koks schreibt you. You suck. Ich habe keine Ahnung, was man hier tun muss. Ich renne jetzt einfach mal rum und suche euch und dann töten wir uns gegenseitig. Ganz viel Spaß haben. Wie treffe ich dich eigentlich? Was? Was machst du denn überhaupt? Ich vergiffe dich. Oh! Einmal beißen tot oder was?
Die Firma gebüßt. Und vergiss es. Humus siegen, ne, weiß nicht. Alles gemacht. Ich versuch's. Oh, KS! 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 Killstil? Ja, hab oder ich Kidney Shot? Beides. Kill mit dem Kidney Shot. Wie kann ich denn meine Stuhlen. Hauptwaffe austauschen? Ich muss wahrscheinlich irgendwas sammeln. Ja, 70 brauche ich. Ah, shit. Ich brauche 70. Where are you? Na, Bro, wo bist du? Schluss. Aua! Koks, ich hab dich irgendwie gebissen, ich weiß nicht. Nicht? Ne, Koks! Oder Koks, oder. Koks. Oder Koks! Simon! Heinrich! Wo kann ich denn hier was bauen? Ich kann nichts bauen. Das ist, ich raff das nicht. Ich hab das Tutorial alles schon wieder hinter mir gelassen. Ich hab das Tutorial gar nicht mehr gemacht. Tutorial, ey, komm! Rein und los! Ja, richtig. Wie ihr hier nicht lesen, wer bin ich denn? Ich guck mal immer wieder, ob ich Tipps kriege im Channel irgendwo. Oh. Das ist geil hier. Jetzt bin ich der König hier. Oh, Alter, das ist ja cool. Wow. Ja. Was ist das denn hier? Hier ploppen meine lauter Dinger auf. Wow. Oh, Koks hat mich getötet. Maddie, hier sind irgendwelche Strukturen, die habe ich gerade angeballert. Ja, und dann stand ja, und dann haben die sich da rumteleportiert und dann waren die auf einmal da und wieder weg. Das war ganz komisch. Ja, bei uns haben die gebrüllt, von wegen, dass da irgendein böser Bruder rumfurstelt und alles kaputt machen möchte. Ja. Das war scheiße, da habe ich gedacht, so, jetzt muss er da hin. So, und dann hat der Koks gesagt, jetzt ist vorbei. Jetzt ist Phase, Schluss, jetzt müssen wir lustig. Hier. Nein! Ihr haltet aber schon ganz schön viel aus. Ich fange einen Biss von euch und bin tot. Nee, das waren schon 4 Bisse dann. Echt? Ja. Also ich habe schon mal geschaut. Ich gehe recht schnell futsch, muss ich sagen. Ich bin jetzt wieder da, aber also man muss doch irgendwie sich entwickeln können, Menschenkinder. Wie geht das? Ich glaube mit B oder so. B wie Bevolution? Oder irgendwas war es auf jeden Fall. Ich muss doch mehr Waffen haben, mehr Süßchen, Sahne. Sahne trinken musste. Ich hab keine Ahnung, ich renne jetzt einfach mal rum und töte alles. Das ist. Ja, nee, ich weiß nicht. Jetzt wollten sie alle Natural Selection, aber irgendwie. 3 gegen 4 ist nicht spannend, oder? Na, lieber ein bisschen Left 4 Dead danach. Da steht, ich muss so expanden. Was ist da jetzt? Oh, da komme ich gerade nicht hin. Achso, ich hab hier. Ah, das ist ja fein. Die Dinger waren unsichtbar, jetzt verstehe ich. Oh! Ist aber auch cool. Oh, ich hab keine Moon mehr, was mach ich jetzt? Lalala, ich lauf. Oh, ich hab noch mein Klappbeilchen. Komm, mach ich das jetzt alles. Das ist ja echt lustig. Ich geh mal in die Aktion. Bindings, Commander. Ich bin kein Commander. Oh, ich bin gleich tot. Oh! Pass auf, Bruder! Oh, Papa Blue hat mich getötet. Optionen und ich war das gar nicht. Natürlich warst du das. Das war krass. Ich bin doch gerade. Nein, oh, Papa Blue hat mich getötet. Hä? Okay. Da hab ich irgendjemand anders getötet. Use Microphone. Gib mal eine Schlote hier. Ich hab immer noch nicht genug. Wie soll ich denn? Yes. Du könntest mir gerne einen Tipp geben, wie man hier was kauft, weil ich hab überhaupt keine Ahnung. Ach so, du! Ich hab auch keine Ahnung. Ich drück grad mal alle Tasten durch, aber irgendwie gibt's dann. Oh, mit Pur. Nee! Ja, irgendwie gehen gerade wieder ein paar Leute, aber ich weiß nicht warum, Leute. Ihr müsst schon sagen, wenn euch das nicht gefällt, das Spiel, dann machen wir vielleicht was anderes, weil. Ich raff's halt nicht. Es tut mir leid. Ich raffe nicht, was wir hier tun müssen. Was Sub schreibt gerade, das Dschungelcamp ist für Psychologen wie ein wahres Paradies. Ja, das glaube ich. Die sind wahrscheinlich alle total kaputt und selbst fixiert und was weiß ich nicht. Da, Old Papa Blue ist voll der Wombat. Ich will auch so einer werden. Der ist bestimmt 100-mal stärker als ich.
Was ist hier ohne Attack? Da! Ich. Ja. Jetzt ist das ein gefährliches Ding. Mimi. So, hier kann ich auch. Ach, das. Wow! Hier ist das schön. Yeah. Nein! Retten die Lava. Alter, da! Nein! Master Lee! Irgendwas heilt mich da die ganze Zeit. Ist das der Commander, der mich da heilen kann oder wie? Tapp mal raus. Gibt's hier irgendwie. Wow! Okay, Kux hat mich gerade erledigt. Spurs, Veils and Shells are extremely valuable structures. Destroy them. Okay. Also ich soll jetzt irgendwelche Strukturen zerstören, sagt mir der Tipptyp hier im Ladescreen, wenn ich sterbe. Ich wäre dafür, dass wir die Runde zu Ende spielen und dann irgendwas anderes machen. Ja, also Leute, wir raffen es halt nicht, tut uns leid. Also es ist ein bisschen. Er ist wohl aber gewählt. Also das ist Demokratie. Ja, das vielleicht wussten die Leute ja nicht, ne? Die, die wussten nicht, dass das Spiel doof ist. Wahrscheinlich wussten sie es und haben deswegen gesagt. Mach mal, Schmamsch. Ich glaube, das macht unheimlich viel Spaß, wenn du es wirklich verstehst. Ja, das müssen wir vielleicht echt mal off-cam ein bisschen spielen und dann machen wir das nochmal im Stream hier. Irgendwann. Weil so ohne Sinn und Verstand hier rumrennen und nur ballern, das ist ja, können wir auch Counter-Strike oder Call of Duty. Call of Duty, Call of Duty. Call of Duty. Sports. TV. Zack. Hat er gerade hier mit was geredet? Moin, Peter. Ich muss ihn ranlassen. Peter, moin, Herbert. Peter. Danke, Sky Angel. Jetzt ist hier aber wirklich was los, ne? Hä? Guck mal, da Tab drückst, da ist richtig Party. Jetzt geht's mittlerweile, ja, ist gut was los. Oh, da rotzt einer auf mich. Objective completed. Build structure. Oh, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo ich noch ein junger Kerle war. Und hier so ein fieses ISDN-Modem hatte und ich so gerne mal im Internet mit anderen Leuten spielen wollte. Ja. Heutzutage ist das gang und gäbe. Heutzutage wird das mal gerne. Ja. Oh! Da frisst er mich! Kruger! Ah, ich hab dich schon wieder erwischt! Room lights are offline. Oh, Mann. Please, komm mal, Chat. Immer wenn ich tot bin, kann ich mal schnell Chat lesen. Fernsehen. Ja, Fernsehen ist doof. Habt da recht. Ich stimme euch voll zu. Warum? Jetzt habe ich 50 Rohstoffe, aber ich kann mir immer noch keine Schrotflinte kaufen. Die wollte ich schon seit Anfang an. Wo kannst du denn da was kaufen? Ja, ich hab hier so ein Terminal. Da habe ich so ein. Da kann ich mir für 70 Punkte eine Schrot holen, aber ich hab nur 50. Energizes Aliens, Movement Base, Bombarding Defender, das brauche ich alles nicht. Wie wär's mal mit Evolution? Ja, ne? Movement Upgrade. Achso, ich glaube auch ein sekundäres Feuer. Ja, das ist cool. Ich glaube, das ist neu. Tarn, ihr Zeug, das ist ja fies, ne? Philipp, was denkst du denn? Meinst du, wir sind von gestern? Einfach mal das Zeug hier tarnen. Oh, ich habe über mein letztes Magazin wieder verballert. Irgendwie, ist, glaub ich, bin mir gerade auf 5 zu 1 oder was? Sag mal, da kommen auch noch neue Viecher. Weißt du nicht mehr, wie man sich da so fühlt. Mhm. They're rushing the demon. Objective completed. Ja, springt hier! Bleib stehen, Junge! Komm mal! Der hat die ganze Zeit hier so ein Tier, so ein Kraken gebaut. Peter, lustig, oh, die Fenton oder? Hier am Arsch! Aua! Mach mal nicht. Ich hab grad wieder die das wieder reden, oder was? Nee. Oh, das ist ja ein Portal. Ist das geil. Ja, ich komm gleich, Alter. Warum habe ich nur 45? Ich hab doch viel mehr schon. Aber ich kann mir eine Mine holen. Nett. Brauch ich nicht. Erstmal noch nicht. Okay, also. Es gibt wohl Punkte, wenn man irgendwas erobert und dann kann man die einsetzen für Waffen. So viel habe ich immer verstanden. Ich habe keine Ahnung, wie man die einsetzen muss. Man weiß nicht, ein paar neue Tentakel, ein zweites Gehirn oder so eine neue Fresse wachsen zu lassen. Oder geht das auch nicht mehr? Oh. Nein.
Lass mich. Wo bleibt das Vieh? Oh, sind die schnell. Oh, meine Fresse. Danke fürs Helfen. Okidok. Aua! Dieser Fett-Jerk, der hat's richtig drauf. Oh, ich hab keine Welding-Torch. Ich kann hier nichts bauen, glaube ich. Containment Extractor on the road. Blind hat mich gerade zerfetzt. Ja, es ist, hat was von Unreal Tournament, ne? So ein bisschen. Sag mal, reden wir hier in-game mit mir, Stream, oder was? Wie man sich da entwickelt. Ich guck jetzt mal nur im Stream. Irgendjemand im Stream muss es doch wissen. Maddy, ich glaube, hier reden Leute mit mir, aber ich kann es nicht ganz auseinanderhalten, ob das die In-Game-Tippgeber sind. Was? Gorge Tunnel. Was ist denn der Gorge Tunnel? Routing, bla... Left Dollar Dead ist übrigens auch ein super Spiel. Left Dollar Dead, ja. Finde ich voll gut. What the fuck? Was macht ihr da vorne, Maddy? Ich hab keine Ahnung. Ich warte jetzt, bis der Stream mir sagt, wie man sich verbessert. Ihr macht gerade unser Ding da vorne kaputt, alles. Würde ich leicht zurückholen, muss ich mal sagen. Alter, was kann der denn? Der kann sich teleportieren. Ja. Nee, schafft er. Ich glaube, ich sollte mal lieber mal die Welding Torch holen. Bringen wir hier alle nicht weiter. Proceed waypoint. So, ich bin jetzt ja gefahren, halt. Gut. Objective completed. Hier war so ein Tunnel von den Viechern. Da sind die reingekommen immer wieder. Build structure waypoint. Was? Haben die mal hier. Was? Objective completed. Leute, wenn ihr das gewinnen wollt, ne, dann solltet ihr sofort zusehen, dass ich nicht mehr der Commander bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskomme. Lockout. Sitzt jetzt in so einer Maschine drin oder was quasi? Ja, ich war ja gerade, das war ein Risiko. Also eigentlich war da nur so ein riesiges Skilltree. Das heißt, ich kann wirklich nichts machen hier. Ich bin zu blöd. Ich kenn's einfach. Zu blöd will ich gar nicht sagen, aber ich meine, wenn man es nicht auswendig kennt, dann ist es problematisch. Guck mal, andere Freunde von mir haben jetzt schon Flügel oder so Blödsinn. Ich bin immer noch dieser komische Lamellenhund hier. Was soll ich denn machen? Ich bin auch so blöd. Ich habe die ganze Zeit die Schrotflinte schon. Wahrscheinlich habe ich das schon im Chat geschrieben, aber ich komme wirklich nicht kurz dazu, den Chat zu lesen. Hier redet die ganze Zeit einer und ich weiß nicht, wer das ist. Vielleicht rede ich ja auch die ganze Zeit und krieg's nicht mit. Was? Ich find's gut, dass man sich mit Übungen und haben will und bla, aber... Kehr so ein Power Loss. Ich hab keine Ahnung, wie man was Besseres... Ich will Flügel haben, ich will eine größere Fresse haben. Ja, habe ich ja schon eine ziemlich große, aber ich hätte ihn gerne noch größer. Du hast da so ein richtiges Upgrade-Terminal. Welchen Knopf benutzt du denn, um damit zu interagieren? Ich weiß nicht. Eh einfach. Das gibt's bei mir alles nicht. Cloaks Aliens, Blast Aliens, Red Defense Forest. Bla, dies bla, die Bugs bla, Alien Spawn, Arsch, Alien Sieb, Alien Suppe. Ja, die Soundabmischung ist echt für ein Eimer hier, merkt ihr auch. Die ist total komisch. Manchmal ist es zu laut, manchmal zu leise. Das ist mysteriös. Jetzt habe ich wenigstens wieder volle Muni. Oh, ja. Deine Basis kannst du dir sonst wohin klemmen, Aldi. Heilung? Brauchen wir nicht. Horn? Heilung wird komplett überflutet. Wir haben keinen Commander, Leute, ist euch klar, ne? Ich kann das machen, aber dann haben wir das Spiel immer kurz genug verloren. Ich würde nämlich nur nicht mal zu tun oder so. Achso, ihr weißt. Might have a tunnel in containment again. Hey! Ich will auch so eine Knarre haben, die scheint ganz gut zu sein. Objective completed. Ich muss sich entscheiden, ob man jetzt so eine Fledermaus haben oder so ein Wombat. Wombat. Die können spucken, glaube ich, ne? Ich kann auch spucken, aber das ist irgendwie witzlos. Oh, da lag Heilung, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Habt ihr so einen Medic, der das abwirft, oder kommen die einfach, die Dinger? Your base is under attack. Ich weiß hier überhaupt gar nichts. Your base is under attack. Muss nur mal gleich ganz kurz...
Der Commander kann wahrscheinlich hier bestimmen, wo was hinkommt und wir müssen das dann bauen. Ich raff das immer noch nicht mehr, die... Tutorial einmal gespielt und das war's dann auch. Es steht Kyborgs, aufpassen. Ich bin Containment. Ich geh da gerade hin. Brauch nichts. Objective completed. Noch wieder so ein Bombard, Maddie. Ihr Krug zum Beispiel, der ist jetzt so ein Riesenvieh, das wäre ich auch gerne. Aber nö. Das erklärt mir hier niemand. Ich glaub, das musst du dir verdienen. Ich hab mir schon eine ganze Menge verdient in diesem Spiel. Weil ich bin... Oh! Oh! Almost dead! Ja, sowas wäre ich auch gerne. Flamethrowers can prevent alien structures. Ja, Hauptsache Bus bauen, bin ich auch dafür. Alter Schwede, ist das übel. Honos down. Ey, das Ingame Voice ist aber richtig gut. Ich denke die ganze Zeit, das wäre ein Entwickler, so sauber ist das. Ich glaube, das ist auch nicht mehr. Ja, das sind die Typen hier, die reden. Sag mal, diese Aliens, die sind so schnell, ich komme da nicht hinterher. Ich bin zu alt für sowas. Eindeutig. Bonus in Flow. Leute, ich kann mit den Informationen nichts anfangen, tut mir leid. Aber danke. Danke, wenn ihr es mit uns teilt. Ach, da ist wieder einer versteckt. Ja, ja, ich sehe das schon. Au! Ihr Penner! Nein! Die sind so richtig schnell, die Viecher, ne? Da brauchst du nicht wegrennen, da bist du gleich tot. Oh. Oh, Maddie, ich bin bei mir Dritter. Was ist los? Bist du noch da? Ja, ich lese hier gerade, wie man das... Ich sehe da nirgendwo, dass da was steht, dass man... Steht da nirgendwo! Also irgendwie kann man sich weiterentwickeln mit so gewissen Biopunkten. Da steht immer, ja, das steht da, aber da steht nirgendwo wie! Nirgendwo! Da muss man wahrscheinlich das Tutorial gemacht haben. Proceed Waypoint. Proceed Waypoint. Was? Ich hab grad wieder das Bild gesehen. Ich freue mich schon auf das Bild. Was denn? Das ist vom Gewinnspiel gleich. Also. Diese Viecher hauen aber auch richtig was auf. Oh! Your base is under attack. Ich versteck mich jetzt hier in den Geschütztürmen. Oh, danke schön. Ich halte einer. Das ist ja nett von dir. Dankeschön. They can change life form. Ja, aber... Alter Schwede, was halten diese Viecher denn auch aus? Das ist ja so abartig. Ja, wahrscheinlich Panzer plus 100 und wir haben hier nur die billigen Plastikrüstungen. Ja, wo seid ihr denn, Kinder? Upgrade complete. Build structure waypoint. Oh, oh, lass mich mal weg, Kinder. Soldiers are under attack. Objective completed. Nee, ich mach jetzt nur auf lustig hier. Ich hab das nicht rauskriegen können. Oh cool, Moni, danke. Ich schnall das mit den Klassen noch nicht so ganz. Gibt's der Klassen oder? Oh, 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 oh. Objective completed. Guck mal, wie die alles hinlegen hier, die Jungs. Die sind ja richtig gut drauf. Also ich habe... Ach, mit B! Mit B! Sag ich doch, mit danke. B, oder nicht? Ah, endlich! Ich hab das nicht gesagt, dass man mit B? Nee. Pulse grenades can explode on impact and slow the attack speed of enemy players. Oh man, das darf's halt auch. Es tut mir leid, wenn ich hier ein bisschen kacke spiele. Ich hab wahrscheinlich meine ganzen Skills nicht. Was? Ich kann mir da was kaufen. Ich kann mir was kaufen. Can we get grenades? Rifle? Ja, schon klar. Oh, ein Flammenwerfer, aber die sind ja nicht so viel wert, oder? Können die was? Hey. Guck mal, ein Flammenwerfer. Pfeift hoch. Well, Richard.
Aha. Ist natürlich lustig, wenn ich das hier mitten im Gang mache, ne? Wenn irgendjemand kommt mit Flammenwerfer und meint, mich abfackeln zu müssen, so, ist wahrscheinlich meine Punkte weg. Oh, Bruder, lass mich doch einfach mal machen. Hast du jetzt einfach mal ein Ei hingelegt, oder? Warst du das mit dem Ei? Ja! Legst du einfach mal ein Ei ab? Ja, ich dachte, das geht, der macht das dann automatisch in der Basis. Cluster grenades deal devastating area damage. Great for clearing out ventilation shafts. Jetzt bin ich wieder so ein Arschi. Geh zur Flammenwerfer, entwerf's Flammen. So richtig German-Deutsch, German-Deutsch, ja, sehr gut. Nee, German-English. Das ist das Germanste Deutsch, das ich jemals gehört habe. Das ist das Germanste Deutsch, was man je hatte. Warum kann ich mir nur eine Schrot? Ich will mir noch andere schicke Sachen. Ich kann mir Cluster-Grenade... Ich möchte jetzt... Oh, jetzt ist schön. Hals? Alter, ja, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt ist aber vorbei, Kinder, hier. Das ist hier immer ein Haken unten. Ich weiß nicht. Yeah. Oh, da vorne geht's gerade ab hier. Objective completed. Ich glaube echt, der Sound ist so ein bisschen 5 zu 1, obwohl ich es auf Stereo habe. Das ist ganz komisch, du. Ja, Papa Lustig ist wieder da. Ja. Nee, ist er nicht. Jetzt ist man ja wieder der Normale, das ist ja scheiße. Ich will immer der Gute sein. Na, ist egal. Haben die jetzt das Licht ausgemacht? Kannst du ja. Mit so einem Stromball kann man die ausschalten. Geil. Weil die Aliens, die haben ja so Night Vision, ne? Echt? Waypoint. Finde ich ja shitty. Also super Aliens. Was denkst du denn? Kindergarten hier oder was? Ja, nee. Ist gemein. Die sowas können. Wir Menschen, wir müssen eine Taschenlampe anmachen, dann siehst du gleich wieder, wo wir sind. Das ist voll nett. Wer ballert denn hier die ganze Zeit? Oh, die kleinen Mistviecher. Ich hab euch alle zu klopfen. Yes! Aber, man merkt aber schon, dass man weniger Schaden macht. Also, dass beides. Hat er gerade fucking C-U-N-T gesagt? Das weiß ich nicht. Das finde ich aber nicht nett. Ja, wieso nicht? Gott, machen. Your base is under attack. Vorsicht, so under attack. Ich treff die nicht. Die hopsen nur rum, ich treff sie nicht. Das ist furchtbar. Oh Gott. Ich find's so schön, dass wir jetzt in den Livestreams dieses Jahr das Jahr des Arnold haben. Genau. Wird mal sehen, wie lange es dauert, bis wir unser Credo da jetzt beenden. Wir wollen ja jede Woche unsere Einführungen mit neuen Arnold machen. Gehört dazu. Oh ja, das werden wir durchziehen, wenn es klappt. Ich habe ja gesagt, das ist jetzt das chinesische Jahr des Arnold Schwarzenegger. Und da müssen wir dann auch bleiben. Bleiben, ja. Ah, ich häng fest. Hui! Objective completed. Build structure and waypoint. So, bauen. Hier, da war doch mal eine Struktur von uns. Ja, das ist weg. Das ist schon ein Arsch hier, ne? Wie oft muss man denn auf so ein Ding rumkloppen, bis halt endlich mal ein bisschen zu Menge geht? Weiß nicht. Die sind ganz schön widerstandsfähig, die Gebäude, habe ich schon gemerkt. Boy! Weg damit! Du kannst gerne machen! Aber Hauptsache, das Ding ist kaputt! Hehe! Mehr will ich doch gar nicht! Lalalala! Hör auf, das zu bauen, das macht man nicht! Das ist eine Drohne, die baut hier! Bin ich schon wieder tot! Ich wurde unsichtbar! Bombard! Herr Paar Schulke! Sag mal, wer legt denn hier Muni in die Ecke da? Ist ja gar nicht mal so blöd.
Das kann nicht mehr laufen. Hilfe. Da kommen so kleine Kampfpanzerchens. Wie geil ist das denn? Also, das ist jetzt unmöglich mittlerweile. Wollt ihr da hinten durch, oder was? Nee, da kommst du nicht mehr durch, hier wäre alles zugebaut. Ich komm ja gar nirgendwo mehr lang, das ist es ja. Wir machen jetzt mittlerweile so viel Damage, nimmt gar nichts. Ich freue mich schon so auf das Video. Leute, da könnt ihr euch... Lach mir den Arsch ab, wie wir das haben. Das wäre aber auch ein ganz gutes Bild für eine Livestream-Ankündigung, wenn wir in diesem Jahr nicht im Jahr des Arnold Schwarzenegger. Nee, das ist unmöglich. Du musst doch nur mal einen Furz reißen mit dem Furz. Ja, das ist aber auch schlimm hier. Wir haben ja alles zugebaut. Ihr könnt es ja echt vergessen, durchzukommen, glaube ich. Ach ja. Mann, Schwarzenegger. An einem gewissen Punkt ist es voll gut. Ja, an einem gewissen Punkt steht man auf. Hier kommt das Ding wieder auf. Ja. Ne? Ja. Das ist echt schlimm dann, glaube ich. Hey, du hast das Skill. Ich mach mir nochmal so ein Video. Warte, was? Achso, die sind dafür da, um irgendwelche Spiele zu spielen. Oh! Kleiner Drecksack. Oh, hier explodiert gerade alles. Ich lebe noch. Ach so, an diesem Suspenser kann man sich auch heilen. Ich verstehe Matty kaum, ja. Ich verstehe mich auch gerade. Ich rede aber auch nicht viel, weil ich hier gerade ein bisschen von dem Spiel erschlagen werde. Yeah. Sprinten, dann legt er seine Zunge nach rechts. Wir haben auch seit Urzeiten keinen Commander mehr, ne? Vielleicht liegt das daran. Das kann sein. Ja, alle killen, unbedingt killen. Die schießen ja auch gerade alles mit Plump, also von daher. Genau wie bei LOL, die Leute, die dann hinten in die Basis rennen und sich umbringen lassen, um ein bisschen zu posen. Schlimme Finger sind da. Two aliens at main start. Turbine. Was davon ist jetzt das Gute? Man kann sich auch einfach hinter diese Knarre da stellen. My God. Und dann kommt Kupunga und dann ist... Wie viele Leute sind hier auf einmal? Ja, okay, das sind wahrscheinlich auch die Casuals, die dann sehen, oh, guck mal, da ist ein Server, da ist alles voll. Ja, ihr seid jetzt alle im Fernsehen. Ja, Smelting ist going. Smelting. Aber ich muss... Wir sind gerade bei mir Smelting und ich weiß nicht, was die wollen, Maddie. Wahrscheinlich Smelting, ist das ein Google. Ort. Ist das ein Ort? Guck mal, wie ich halt... Bin ich Erster? Nö. Doch, bei mir bist du der Erste. Alter Schwede. Ich renne halt nur rum, hab keinen Plan von nix und bin Erster, so geht das. Aber hier wird ja nicht, ne, KD-Rate belohnt, sondern halt, wow! Wahrscheinlich wow. Teamwork. Such Bruger. Nee, so ja, da ist gerade einer in die Mine reingerannt hier. Bruger. Hat mich dabei mit erwischt. Die pacen hier so durch, Matty, dieses Gestellten. Ja. Die sind so krank. Power Node ist nicht mehr. Nerve Gas Grenades damage the armor of the enemy's range. Ja, mach's gut. Guy, smelting, ein guy. Sehr beklemmendes, ulkiges Spiel. Smelting, guys, smelting. Achso, smelting, okay, ich komm runter. Making bacon pancakes. Bacon and pudding and pancake. Making like pancakes, pizza. That's what I'm gonna make bacon pancakes. Und dann der Arnold Ray. Wie die bei Gothic wirklich genau so rum manchmal hantieren wie der Arnold Rave. Das ist schon ziemlich heftig. Wie macht das denn kaputt? He's upgrading us. Alter Schwede, diese krassen Krallenviecher, die sind so upgraded, echt. Strafe to your sides. It is faster than walking backwards. Die hauen einen echt weg, du. Smelting ist ein Deep Shit. Smelting ist ein Deep Shit, das ist nice. Destroy? Ja, ich destroy das einfach mal, ne? Ja, mach nur. Wenn steht Destroy, dann mach ich das. In Containment. Nein, Maddie, das war unser Bla! Eure eigenen Structures kaputt, geht das?
Lustig wär's, ja. Mach gleich deine Structures kaputt. Ich fahr zu dir nach Hause und hau dir aufs Maul. Ach du Scheiße, da ist ja wieder dieser Riesendämon hier. Und Jetpack haben sie, moin! Exo und Conduit, please merkt ihr es eigentlich noch? Exo, come back, wieder runter. Genau so. Nee. Fühlt da mit dem Jetpack lang, ey, sag mal. Step through face gates. Bei dir ist auch wohl der Arsch auf dem Weg jetzt, ne? Jetpack. Oh, macht das pretty jetzt. Geht's noch dekadenter? Jetzt haben wir schon Mechs, Maddy, jetzt geht's lang. Jetzt wird's richtig dekadent, du. Oh, ich hab einen goldenen Mech. Das ist der Anbeginn der Dystopie, die wir traum jetzt. Der Traum wird wahr. Das ist schön, ne? Jetzt haben wir schon alle zu Supermenschen. Wie die halt aussehen! Riesige Mechs! Das ist doch keine Chance. Wenn ich da mit meinem kleinen Fratzenpeter rangehe, guck mal, da einfach nur eine Rocket und putz, ist Ende. Die können sogar gleiten, Maddy. Ja, so gleiten. Könnt rennen, aber ich könnte nicht gleiten. Oh, power down. Please power the face gate in containment. Da platzen irgendwelche Blasen auf, das ist voll widerlich. Hört sich an wie Eiterblasen so. Fade in Pipeworks, Face Gate. Bist grad. Ja, ich bin gerade leise. Bis gleich. Oh ne. Oh, da sind wieder zu viele. Ich krieg hier nur auf die Schnauze. Ich glaube, ich muss mir mal langsam. On enemy structures to conserve ammunition. Gorge. Kann ich mir einen Mac irgendwie kaufen hier? Ich meine, die rennen alle mit Macs rum. Vielleicht kann ich das ja auch. Big Mac. So Big hieß Mac. Ja der bei hier Warhammer 40k. Briefing. You might want to drop the observatory in the kann ich mir die. Kann. Exosuit kann ich mir kaufen. Ja, dann ist ja gut. Dann laufen jetzt hier alle mit Macs rum. Das ist cool. Es gibt zwei Möglichkeiten. Mit Minigun und Claw oder mit Claw und Minigun? Nee, Claw und Railgun, so. Alter, Maddy! Jetzt geht's ab. Tonk, tonk, tonk. Mimimi, Mama! Hilfe! Bruger, das kannst du nicht machen! Was? Das bist du gar nicht. Ah, Leute, das ist verloren hier. Das ist auch verloren, glaube ich, wenn wir jetzt schon mit Max hier rumrennen. Yeah. One baby pipe. Kranker Shit ist das. Vor allem, ich habe noch so eine Zielerkennung. Also ich sehe, ich habe dann so einen Rand vom Gegner. Zwei steht er jetzt gerade. So. Ich glaube, das Spiel macht unheimlich viel Spaß, weil es ja so ein bisschen Stellungskrieg mit Upgrades ist. Mhm. Das ist schon klasse, aber ich hätte nicht gedacht, dass so eine Runde so lange dauert. Das ist unmöglich für uns jetzt zu reißen. Nicht so well, denn jeden. Eure Big Macs da müssen uns ja nur mal halb angucken und dann ist hier schon Ende. Die sind richtig krass, diese Typen, diese Großen. Die sind unheimlich böse. Die flatschen hier einfach mal alles durch. Aber mit welchem Recht? Ihr habt wahrscheinlich auch so einen Kram. Ihr habt diese Krallenviecher, die so ultra schnell sind. Und sich ja, wir haben können. Auch diese mega großen Dinger ist da. Was sie alles machen können. Die haben echt ein riesiges Arsenal von Fähigkeiten, das man aber beim ersten Mal jetzt nicht wirklich überschauen kann. Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt sind die Jungs da. Stop ammo pack, please, not cataclysm. Die heilen mich auch die ganze Zeit wieder. Noch nein. Da bist du einfach stehen. Need healing here, ja moin. Sag hier doch rein! Das ist jetzt nicht mehr wirklich klappbar. Ah, das ist ein Mensch. Ich dachte, die sind so klein. Ich dachte, das wäre ein Vieh, was da rumrennt. Kannst du ja mal versuchen. Ja? Ne, ich glaube nicht, dass ich den was anhaben kann. Ich meine eigenen. Ach, die haben Jetpacks, die fliegen da rum jetzt, die Leute hier. Moin! Jetzt! Die sind so klein, die kriegst du gar nicht mehr zu fassen hier. Ich würde gerne mit abstimmen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Da steht drin, F1 muss man drücken, aber es passiert nichts. Oh, ich bin gleich futsch. Nein, ich schmelze.
Meine Rüstung brennt. Meine Heizung. Stay back. I wanna repair you. But I have to prepare to catch Drake first. Nee, das kannst du abessen hier. Also sorry. Ich versuche Chat zu lesen, aber ich komme gerade nicht dazu. Das ist grausam hier, was hier abgeht. Ja, also. Wie in unserer Base. Der Bauer. Guck gerade mal bei dir auf dem Bildschirm, das sieht ja echt lustig aus. Sieht Hammer aus, ne? Drop the base. Waiting to spawn und dann seid ihr da wieder. Moin, moin. So, das gucken wir jetzt an. Wie ich da auf dich zuspringe und einfach mal geflasht werde. Ich hier auch nicht schießt, also ich höre keine Schuss-Sounds hier bei mir. Das sind so viele. Ja, meins war pretty useful to stay fireball. Das wird einfach ausgeblendet. Kategorisch. Einfach nicht da. Einfach futsch. So, da sehe ich's jetzt. Das ist einfach nur gemein, einfach, eigentlich. Einfach nur. Ja, die armen Aliens. Die wollen wahrscheinlich nichts Böses. Wow, da ist schon euer Core hier. Mal wieder. Das ist. Ne. Wir haben sowieso nur Biomassen Level 0. Die 3. Das gibt's nicht. Das ist immer Granaten rum. Oh, jetzt gerade ein Mech-Kollege kaputt gegangen. Ich hab tatsächlich erwischt. Wir kommen aber gleich wieder. Ja, es ist wahrscheinlich noch irgendwo drehbar, aber. Fällt die Heimat nicht gut, watch out. Da ist Movement Base, wenn ihr die kaputt habt, wird es wahrscheinlich gut sein. Ja, es sieht aus wie ein Marines win. Okay. Ja, dann würde ich aber sagen, mach mal Disconnect. Jetzt ist Schulz. Jetzt ist echt Schulz, Leute. Ist ja lustig, aber. Oh. Ja, die Saps haut auch schon wieder ab. Oh, tschüss Saps. Ja, mach's gut. Ja, ich weiß nicht. Wenn man Ahnung hat, wie es funktioniert, ist es bestimmt ganz nett. Aber wenn wir jetzt einfach nur hier planlos rumrennen und ballern, das ist doch öde. Oder Leute, ist öde. Das ist richtig öde. Ist echt öde. Naja. Weißt du was, was ich zum Abschluss machen könnte? Es lohnt sich jetzt eh nicht mehr groß was anzufangen. Ich könnte Dark Souls noch durchspielen. Könntest du machen oder du könntest jetzt das Bild bringen. Warte mal, gibst du mir das nochmal? Oder nee, warte, ich mach das. Du hast es doch als Push, habe ich dir ja schon gegeben. So, liebe Leute, ihr müsst Maddie eine Frage beantworten, da gibt's was zu gewinnen. Hüpp, hoppala hoch. Und dann schauen wir mal. Add Media File. Maddie, der lacht schon die ganze Zeit. So. So. Bitte auf Twitter, Maddie hat es vielleicht schon gepostet. Hast du? Nee, warte mal, ich muss es noch eben machen. Super Match. Ja, ich danke Gary, aber ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Danke, danke trotzdem. Warte mal, ich muss mal gucken, ob das wirklich stimmt. Stimmt das auch? Ich vertraue nicht nur. Ich weiß nur. Ja! Das ist. Ich glaube, ich schreib's dir mal. Sag mir bitte, ob es richtig ist. Ja, mach mal. Das Tier hat, glaube ich, im Verhältnis. Nein, es ist dieses Tier. Warte mal. Echt jetzt? Ja. Das passt sogar vom Namen. Nee, ich dachte echt, das wäre ein Krebs. Der hat, glaube ich, 9 Zentimeter, aber ist selber nur 3 Zentimeter groß oder so. Hast du. Kann den ausfahren. Frage? Okay. Ich sag ja, der ist 3 Zentimeter groß, der Krebs, aber hat einen 9 Zentimeter großen. Das ist krank, das musst du dir mal vorstellen. Rennst du rum, bist 2 Meter groß, hast so ein 6 Meter Teil, dann musst du da. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Körpergröße, den größten Penis. So. Das Penis. Da. Das könnt ihr schnell googeln, das ist einfach. This is just bad for a German channel to show. Warum ist das schlecht? What is wrong about asking questions about animal penises? I think this is funny.
Der größte absolute. Was ist der. Ja, aber es geht ja um die Körpergröße im Verhältnis Kiwi. Ben Affleck ist falsch. Ben Affleck ist das Tier mit dem größten Penis, ne. Der Stream geht noch bis, ja, bis 9. Je nachdem, bis ich Green getötet habe. Es dauert ja nicht mehr lang, noch die Four Kings und dann ist gut. So. Dark Souls. Wie gerne ich schon Dark Souls 2 hier reinschreiben würde, aber ich glaube. Im Verhältnis zur Körpergröße. Das heißt, Wale haben natürlich einen Riesenschwengel, aber die sind ja auch selber ziemlich groß. Mhm. Ich muss mal gucken, wie. Twitter-Account, @MattBaron. Ja. Nicht @Bruger, das war der Alte. Das war das Alte. Also, kleiner Tipp. Das Tier ist 15 cm lang. Ganz kurz, du hast auch nicht gesagt, was es gibt. Achso, es gibt 4, meine ich, ne? 4? 4, 3. 4-3. 4-3 gibt es zu gewinnen. 4-5. Also 4-3, ich schreibe jetzt anders. Ihr könnt das hier gewinnen. 4-3, ich schreibe es mal da rein. Und dafür müsst ihr einfach, ich habe bei Twitter, @MattBaron heißt der Account, diese Frage gestellt. Und dann könnt ihr einfach antworten. Und. Ja, ich habe bisher noch keine richtige Antwort, weil ich kann mal einen Tipp geben. Also, das Tier selber ist 15 cm lang und es hat einen Penis, der bis zu 80 cm lang werden kann. Was will jetzt Windows andere... Live von mir? Ich muss hier nochmal Windows Live. Ja, ich habe eine richtige Antwort, eine richtige Antwort habe ich. Das ist schön, ich finde gerade mein Passwort nicht für Windows Live. Er braucht auch Windows Live, ernsthaft. Wo habe ich dieses blöde Passwort? Eine Ente ist es nicht. Was war das Tresor-Auto bei mir? Tresor? Auch nochmal ein Passwort. Was ist das? Ne, die ist falsch. So, komm Leute, ein bisschen geht noch. Marsupilami ist auch eine sehr gute Antwort. Allerdings nicht so richtig. Ist voll gut. War das nicht eine Hand oder so was? Oh meine Fresse, Marsupilami. Nein, das ist kein Penis. Das jetzt richtig? Ich überlege gerade. Ich habe es echt nicht aufgeschrieben, mein blödes WinLive-Passwort. Und Passwort-Recovery geht auch nicht, dummerweise. Oh, Leute, Windows Live ist so ein Rotz, du. Es ist echt so ein Trick. Ich warte noch ein bisschen. Und dann sagt der schöne Bruger mir eine Zahl. Und dann... Der schöne Bruger. Ich dachte, ich bin der Kanu-Killer vom Yukon. Nochmal, es gibt 4-3 zu gewinnen. Ich habe diese Frage als Tweet in Twitter, Account ist @MattBaron, gestellt und einfach darauf antworten. Ist easy. Oh, jetzt willst du auch noch den Produktschlüssel. Ich werde noch wahnsinnig. Warte mal. 15 cm lang das Tier, 80 cm lang der Penis. Also bis zu 80 cm. Kann man das nicht irgendwo hier bei Spiele? Wo geht denn das nochmal? Spiel? Was ist das? Games for Windows Live? Games for Windows Live ist für mich ein Euphemismus für dieses Spiel hat keinen Online-Modus. Ist Abfall. Ach nee, hier Produktschlüssel anzeigen. Code in die Zwischenablage. Okay. Bruger, sagst du mir mal eine Zahl? Sag Stopp. Stopp. 11.
Wir haben noch keine 11. Halt, dann nochmal. Zähl ich langsamer. Stopp. 4. Bier? Bier. Hast du Bier mit 4. 4. 4. Okay, warte mal. Blauwahl und Christian Bale. Och, war jetzt falsch. Aktualisierung für Windows 1. Live. Leck mich am Arsch, das wird bald abgestellt. 2. 3. Ach, Glückwunsch an Melanie W. Ed Lunani, du hast es richtig hingekriegt. Es ist gesucht worden, die Bananenschnecke. Ariolimax Dolichophallus hat sogar noch den Phallus im Namen. Das heißt, bei der Nomenklatur haben sie schon gesehen, dass das Ding einen guten Schwengel hat. Gut, ich schreibe dir einfach mal den Key per Twitter-Nachricht und ich wäre dir sehr verbunden, wenn du mir antworten würdest und sagen könntest, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. So. Habe ich den Key überhaupt? Oh, Windows Live ist die Pest. Bruder, ich habe den Key nicht. 21. Da steht, ja, das ist ein Link. Das ist ein Link. Thank you, a piece of a humble bundle product. Ja, den muss man erst claimen, quasi, wenn man da draufklickt. Achso, den darf ich jetzt nicht. Nein. Den muss ich jetzt verschicken. Ja, du musst ihr den Link geben und sie klickt dann da drauf. Das ist ja einfach. Ja, und dann kriegt sie den Key für Steam. Ich glaube zumindest, dass es für Steam ist. Oh, Maddie, weißt du, wie ich Windows Live hasse? Das ist total unnötig, es wird eh bald abgestellt. Warum soll ich das jetzt aktualisieren, bitte? Dann oh lol. Mann. Ja. die Antwort ich ist natürlich auch nicht richtig. Ariolimax Dolchiophallus, was? Ist gut. Die heißt sogar wirklich Dolchiophallus. Nee. Ja, ist dabei. Dolchiophallus? Dolichophallus, ja, ja. Ach, Dolicho. Dolicho? Also. Ist schon richtig. Ich hab jetzt irgendwie das mit Dolchpenis in Verbindung gebracht. Nee, die Endmuschel ist auch nah dran, aber komm, 15 cm Mensch und 80 cm. Stell mal vor, ein Mensch hätte das sowas. Der könnte ja gar nichts mehr machen. Ich habe gedacht, das wäre. Och, jetzt will er schon wieder, dass ich mich einlogge. Ich habe doch schon automatisch. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich dachte, das wäre ein Krebs gewesen, der Pistolenkrebs. Der hat nämlich, ja, wie gesagt. Seepocke ist auch nah dran, aber im Verhältnis ist es immer noch die Schnecke, die da ein bisschen mehr hat. Dieser Samen ist leider auch nicht richtig. Das ist ja Pokémon, ja, wahrscheinlich. Oh, Profil wird heruntergeladen. Dies kann einige Minuten dauern. Auch Leute, hätte ich das gewusst, dass ich jetzt erst nochmal Windows Live hier konfigurieren muss, dann hätte ich gesagt, nee, mache ich doch nicht mehr, Dark Souls. Setzt man jedoch die Penislänge in das Verhältnis der Körpergröße, siegt die Entenmuschel. Da dieses Tier einmal festgesetzt sich nicht mehr vom Fleck bewegen kann. Was? Also ich habe verschiedene Artikel gelesen und die Mehrheit der Artikel hat die Bananenschnecke zum Sieger erklärt. Dementsprechend ist das jetzt demokratisch entschieden. Okay. Ach, danke schön. Kann ich wieder mit meinem blöden Accountnamen einloggen? Tresorarschauto. Meine Herren. Tresorauto ist übrigens ein sehr schöner Name, Bruger. Wie bist du darauf gekommen? Hat's mir zugeteilt, weil Bruger vergeben war. Tresorauto 97. Toll, ne? Sowas kriege ich hier zugeteilt. Ich komme leicht verarscht vor. So leicht. Oh, es ist gerade leise, das Spiel. Upfer, was? Zu Gattern gehört die. Och nee, oder? Ich habe wieder diesen Bug, dass ich hier nur einen Teilausschnitt des Bildes habe. Nein. Magi. Bist du noch da? Ja. Ja, okay. Okay, geht's Leute. Geht's jetzt? Ja, guck mal im Stream, wie das ausschaut bei mir gerade. Sieht gut aus. Nee, guck mal, wie das aussieht. Nochmal. Bratschwein? Ja, so sieht's aus gerade. Ach du Scheiße, das ist ja schrecklich. Schrecklich. So ist das so. Weiß ich nicht. Ich mach's mal nochmal Vollbild. Oh Gott. Ich hoffe mal, jetzt flimmert's nicht oder so Späßchen. Ah! Was ist jetzt los? Hat halt mal Aero deaktiviert. Ja, moin. Nee, ich habe immer noch so einen kleinen Bildausschnitt. Was ist da los? Leute, kennt ihr euch da aus? Ich habe noch nie Dark Souls gestreamt. Ist auch Kerge. Ich habe das mal irgendwie behoben, das ist so ein Bug. Aber ich weiß nicht, wie es geht.
Das Light Souls, das finde ich gut. Wahnsinn, Light Souls. Ohne Light Leute, Souls. Kennt ihr das? Kennt ihr euch da aus? Guck mal, ich sag ja, ich hab jetzt hier. Nur so ein Bildausschnitt. Goa, MPU, ja. Aber guck mal, wie flüssig das läuft. Das war vorher nie. Da hat's immer geruckelt. Und geschmamscht. Meine Güte, ey. Manchmal 1280. Nee, ich habe immer noch so einen kleinen Bildausschnitt. Das geht nicht. Och man, was ist das schon wieder für ein Bestier? Das ist ja unglaublich. Ich hab's gerade gegoogelt, aber ich komme gerade nicht auf den. Ich probiere mal einen Neustart, ja. Guck mal, wie das aussieht. So kann ich doch nicht spielen. Mit so einem Viertelbild hier. Das geht doch nicht. Oben rechts ist eine Fackel. Ja. Sie ist auch schön. Neustarten hilft, ja. Ja, oder gegentreten. Das war aber bei den alten Fernsehern früher. Ah, draufhauen oder so. Ich verstehe nicht, warum der Bildausschnitt so klein ist, aber das Menü dann. Ach, das wieder ist so der riesig. DS-Fix. Ja, aber warum? Wie kann man das beheben? Oh Gott. Der Luna! Geht wieder. Ach, es geht. Ach, Leute, wisst ihr was? Wir machen zum Abschluss noch ein bisschen Trinne, oder? Fummeltrinne. Ja. Ja, es geht nicht. Ich muss das erstmal beheben mit Dark Souls. Richtig! Tut mir sehr leid, Leute. Okay, erstmal Steam öffnen, den Stream öffnen. Hab mir eben noch ganz kurz, weil ich gerade YouTube aufgemacht habe, auf Startseite direkt gesehen, wird in Deep Sorrows. Ich habe mir den Schrei angehört. Herz allerliebst und süß. Ich bin. Luna, ich hatte echt fast einen Herzinfarkt. Ich sagte, ich hatte danach richtig Krämpfe in der Brust. Ich auch. Ich hab ja auch gesagt im Video, mein Herz tut gerade weh. Das, ja, so ich hab's noch geguckt im Nachhinein. Du hast auch richtig schön so einen abgelassen. So. Aber dein Schrei, das klang so süß. So hab ich dich ja noch nie schreien hören. Ja, ich war echt fertig. Ich war echt fertig, Luna. Das ist lustig. Doch, ich lache mir gerade einen ab, ey. Also, ich find's auch lustig. Ich hab's noch nicht gesehen, werde es gleich noch nachholen, aber wenn Bruger schreit, ist das immer ein schöner Tag gewesen. Ich muss es gleich nochmal anhören, das klang einfach zu gut, ey. Oh Gott. Du bist so ein Arsch, ey. So, ich starte mal Trine und bin mal online hier. Nee, tut Within mir leid, Leute. Deep dann, Sorrows, Bloody. Das hat Bruger auch gespielt und sein Schrei klang noch süßer als meiner. Das ist einfach nur richtig schnuffelig. Schnuffelig. Ja, Mann. Kannst du mir das mal schicken? Das möchte ich mir jetzt vorher nochmal anhören. Kannst du es dir mal laut machen, dann hören die Leute auch nochmal im Stream-Ding. Ja. Moment. Ich pack's dir mal hier auf Steam. Teamspeak. Genau. Warum? Das ist dann so bei, ich würde sagen, so bei 50 Sekunden. Mal ab 30. Warte. Warum ist er gerade im Klo? Warum kann ich das nicht im Fenster spielen? Warum geht das nicht im Fenster? Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich kann das nicht ins Fenster kriegen hier irgendwie gerade das Spiel, warum auch immer. Geil, oder? Das war die Ärsche. Lachen über mein Elend. Ich fand den Schrei, war das süß, es klang so anders. Es klang so, weiß nicht, das ist immer so der ruhige Panda, weißt du, aber der Schrei, den da, wow, ey. Ja, der war echt hart. Der ist echt hart. Das war auch echt hart an der Grenze, du, dass ich da die Kontrolle verliere. Ja, das war echt gut. Was jetzt? So. Der Screen-Region? Okay, so, Sassi-Sus. Mamsch. Ich nehme mich. Was spielen wir denn jetzt? Bei mir startet Schwein nicht mal. Moin. Multiplayer, oder? Ja. Jetzt direkt Trine? Haben wir nicht irgendwas anderes noch? Nee, wir haben ja nur die ganze Zeit vor uns hergeschoben, weil Trine war eigentlich Programm und wollte ich jetzt Dark Souls, aber das spinnt wegen DS-Fix. Das muss ich irgendwie wieder hinrichten. Bruder, stehst du doch, ja. Ich steh auch drauf, aber das war richtig schlimm, der Scare, weil man nicht damit rechnet. Leute, geht doch einfach bei Bruder auf den Kanal, das ist heute erst hochgeladen worden.
Die Leute gucken meine Videos nicht mehr, habe ich schon gemerkt. Oder war es gestern? Ja, nee, war heute. 14, heute war ich gerade 15 und 16 oder 16 und 17. Jetzt hängt der Stream bei mir. Lol. Toll, sieh mal die Seite nochmal. Ja, ach nee, aber mir lädt auch Steam irgendwas runter. Was aktualisiert denn da gerade? Half-Life, ach, ist Strange Update benötigt. Und Seven ist total, stimmt, das sieht ja gerade 6.1, hat Dave schon gesagt, die aktualisieren ja permanent. Oh, Dave ist nicht da, Mann. Dieses dumme Windows fragt immer. Seven Days to Die ist jetzt voll gruselig, ey. Ich connecte gerade, was passiert denn jetzt? Passiert was? Ich droppe gerade Frames, warum auch immer. Oh, jetzt sind wir wieder offline. Wieso bin ich hier eigentlich Matt Baron und bei hier Natural Selection bin ich Peter Lustig? Das weiß keiner. Petero. Ich finde das neue. Warum ändert YouTube etwas ins so absolut schlechtere? Ich verstehe es nicht. Was ist denn jetzt neu? Wenn du auf deine Abos gehst, also das, was du abonniert hast, dann hast du vielleicht 30 Videos und danach ist Sense. Du kannst nicht mehr auf ältere Videos als heute zugreifen. Gut. Oder auf die letzten zwei. Ja, ich hab. Es geht unten nicht mehr weiter. Mehr laden ist nicht. Ich hab das letzte Video, das ist jetzt von Vera von vor 6 Stunden, von vor 5 Stunden. Und das war's. Die letzten 3 Tage kann ich damit klicken. Das ist doch kacke. Ja, wenn du mal 2 Tage nicht da bist, kannst du deine Abos alle manuell durchklicken. Jetzt gucken wir das Video und lachen über mich. Oh Mann. Ja, jetzt laggt, ich sag jetzt, droppt auf einmal Frames hier, warum auch immer. Ach ja, Luna, du bist eine Nase, warum hast du eigentlich heute Bloody Trapland hochgeladen? Ja. Hä? Ja, ist morgen erst. Komm mal online hier. Ich dachte jeden Tag. Nee. Nein, jetzt haben wir extra ausgemacht, weil wir noch nicht so viele Parts haben. Wir müssen wieder aufnehmen, Leute. Luna, ich hab dich letztens gefragt, du hast gesagt jeden Tag. Wo? Ja, jeden Tag, Montag bis Samstag. Das hatten wir doch besprochen. Das hatten wir besprochen. Nein, da war ich wohl nicht dabei. Das hatten wir besprochen. So, du fehlst übrigens noch, komm mal rein. Ja, Moment, irgendwie ist gerade Steam bei mir im Arsch. Du fehlst? Wie ist es gleich tryen, genau? Ja, dann ist der Part halt heute da und dann lasse ich morgen dafür weg. Sorry. Jo. Aber ich habe jetzt alles auf Auto-Upload gehabt. Aber ich habe auch gemerkt, dass der Auto-Upload irgendwie voll für ein Spast war, weißt du? Alles um 14 Uhr gleichzeitig gekommen. Peng! Supergeil. Boah, der Stream, der leckt gerade richtig bei mir, warum auch immer. Weil du ein Mädchen bist. Nee, was? Weil du ein Mädchen bist. Senderon, versuch's mal mit reparieren. Mach mal auf das Spiel Dateien reparieren. Jetzt ist der Stream schon wieder weg. Ich krieg zu viel. Dann nutze ich mal die Chance, um auf Toilette zu gehen. Ja, das. So ist das, hieß. Klicke zu beginnen. Mehr Spieler? Ich muss erstmal in Steam online kommen, wa? Ja, das wäre eine Idee, ja. Komm mal. Furzknoten, Mist, ey. Kommen Sie mal ran. Doppelklick, nicht rechtsklick. Och, manchmal liebe ich es ja. Ja, nicht nur dein. Ich zweimal links klicke und auf einmal sagt er so, was? Zweimal links? Hast du nicht einmal rechts gedrückt? Ich klicke einfach mal rechts für dich. Was, das soll helfen, Anti-Aliasing? Ich probier's mal, Ihaldo. Ich probier's mal. Aber. Eine ganze Zeit ging's, das ist nur, weil ich jetzt meinen Rechner. Die Festplatten habe ich ja noch. Und Steam hat es auch sofort erkannt, die ganzen Spiele, die ich installiert habe, von daher. Boah, also Twitch geht mir gerade so ein bisschen auf den Nerv. Das droppt andauernd Frames, wahrscheinlich nur, weil es Arsch ist. Yo, leckt wie Sau, Kiwi. Ja, ich bin voll der TZ-Profi, ne? Nein. Ich hab's gesehen, Luna, das ist voll schlecht. Wieso? Weil du nicht schnallst, dass man den Berg hoch nicht rennen kann. Ja, wo soll ich denn sowas wissen? Wenn Dave sich jetzt sagt, nein, die kann immer rennen, dann heißt es für mich, die kann immer rennen. Dave ist schuld, der hat mich verwirrt. Ja, das war im Alten auch schon so, deswegen. Ja, ich hab das zum ersten Mal gespielt, deshalb habe ich noch nicht mal ein Video vorher angeguckt. Das ist für mich du die allererste... Du sagst aber nicht, dass du das hast, wir haben das gestern gestreamt, Luna. 3 Stunden. Wir haben uns das gleichzeitig gekauft. Echt? Okay. Ich hab doch gesagt, ihr seht das raus und wir haben beide gleichzeitig bei Steam gekauft. Mann, ihr seid alle alt, ey. Ist ja furchtbar, ich dachte schon, ich wäre schlimm. Mein Säuferhirn, aber du bist dann auch viel schlimmer als Icke. Kann ich jetzt irgendwie beitreten? Du bist schon drin bei mir da. Ja, aber ich kann nichts machen. Drück jetzt hier irgendwie, aber keine Profile ansehen. Kann nichts machen. Spieler 1, Spieler 2, Spieler 3, ja. Start drücken? Ich weiß nicht, wie komme ich jetzt ins Spiel? Ich stehe nur in so einer Lobby irgendwie bei euch. Also bei mir bist du in der Lobby drin. Ja, in der Lobby, aber. Ach so, ihr spielt. Gut. Ich bin ein bisschen durcheinander, sorry. Mein Internet, es war nicht da. Ich bin jetzt quasi um 3 Stunden zurück verblödet. Ich habe die Welt verfehlt. Och man, also bei mir ist alles okay, aber scheinbar droppt Twitch gerade extrem Frames bei mir. Warum auch immer.
Ich habe ja noch einen Schultheiß. Oh, wo kommt das denn her? Was? Luna. Schultheiß? Luna, mach doch mal, dass wir hier Partner werden. Dann können wir immer... Jetzt lädt schon wieder. Herrlich. Ja, mit die Schultheiß. Kennst du nicht? Du hast einen Schultheiß? Ach, der trollt. Moment, ich kann das aufdrehen oder was? Wenn so, genau, sie komm, versuchten, wir ihr jetzt. Königreich zu retten, wurden die Helden... Ich glaube, das Spiel ist wieder viel zu laut. Nee, die wollten ja nicht. Oh, was? Ich komm ran, bin direkt tot. Das ist ja geil. Wartet hier. Oh, Leute? Luna Nie ist da, hallig. Ich bin auch direkt tot. Was ist das denn? Warum starten wir hier, bitte? Moin, Melmel. Es funktioniert zum ersten Mal, die Rumble-Funktion in diesem Spiel. Das ist cool. Es ja, funktioniert ne? zum ersten Mal, dass ich hier spielen kann ohne Lags. Oh, Luna, hast Lag das auch? Werde mich mal beleben, dann. Das ist heiß. Oh. Moment, ich mach mal hier nach hinten. So, komm mal rüber. Ah, heiß, heiß, Hilfe, Füße, ja, heiß, scheiße. Nein, tot. Dankeschön. Nein. Oh, bitte. Warum? Zieh nochmal die Klöppel da raus. Dann kommt die Lava von unten. Los am besten. Na, warte, und jetzt rüber! Ich spiel gerade mit dem Gamepad, ich hab vergessen, dass ich das immer ohne spiel. Das ist besser Gamepad, mit. Spiele mit dem Gamepad. Put some bang and then put it in the Gamepad. Wir fahren halt ganz gemütlich darüber. Bleibst du wohl. Moment, das Ding muss ich greifen. Kann ich es greifen? Bleibst du wohl oben, du Sack! Du nicht, mein Fräulein, du nicht! Ich kann viele hier geben, aber die ich nicht. Achso, ich bin mir sicher. Guck mal, was ist denn das hier? Ich kann da irgendwas. Ah, na schau mal, Pi. Melly! Was machst du da, Luna? Ich mach das Ding hier weg. Irgendwie. Da kommt immer noch in die Mitte drauf, hier, und dann auf das Zahnrad. Luna, hör auf, Mac! Sorry, ich wollte die Lava irgendwie abhalten, irgendwie mit dem. Dann mach es doch auf! Ding, mach es doch auf! Ne, ich komm ja nicht so wirklich. So. Kannst du ranploppen? Nein! Aber nicht so, oder? Maddy, du machst. Guck mal, Maddy hilft! Toll, jetzt kommt nicht rüber. Maddy kills, oder auch nicht? Maddy kills. Nein! Maddy kills sich selbst, ja. Kennst du das, wenn du alles. Oh, Stream ist schon wieder offline, Leute. Das geht mir gerade voll auf den Nerv, du. Stolperst. Ich hab ne Idee. Erstmal das Ding hier festhalten. So. Ich will gar nicht changen. Ich auch nicht. Wieso nicht macht der, warum macht der so einen Blödsinn hier? Luna! Nein! Tötet mich schon wieder. Ich bin wenigstens mit. Na, Luna, komm, es ist schon wieder weg, alles hier. Och man, was ist mit Twitch? Warum macht es das? Das ist voll fies. Luna, kannst du dich mal umbringen? Das ist in der Kette, das kann ich gar nicht mitnehmen. Bring ich noch mit. Das ist ja AIDS. Hui! Nee, ich komm jetzt weiter. Ja, Luna, ohne uns bringt das nichts. Doch! Ja. Hui! Jesus, Nanin, das liegt nicht an dir. Ich bin gar nicht da. Ach, dieses Scheißding. Nein. Was ist das ein Dreck? Hallo. Nee, ich sag ja, Twitch ist gerade wieder ein bisschen pingelig. Die sagen wieder, nein, ihr seid keine Partner. Red ich doch mal. Oh, das Kackding dreht sich nicht. Was ist denn da los, Mensch, Schmamsch? So. Oh, Achtung, ich... Das ist das Ding. Ich kann die Lava da weg, so. Hoch. Oh, jetzt ist alles sicher. Betroppelt. Das Ding da hinten fest. So, ich hab mal wieder auf Keyboard gestellt. Mit Gamepad, das geht hier gar nicht. So, ich spiel nur mit Gamepad. Ist viel einfacher. Nee, ist es überhaupt nicht. Zumindest wenn du dich nicht drin gewohnt hast. Dann ist gefährlich. Renn. Okay, kann ich hier irgendwas noch halten? Ich glaub nichts mehr, nee. Was könnte man da machen? Nee, ich schieb erstmal hier hin. Du kannst doch oben das Rohr abmachen, oder? Das Rohr ab. Ja, guck mal, ich kann das Rohr da wegmachen. Ich kann es in die andere Richtung halten lassen. Oder so. Ah, oh, nicht rumstecker, bitte. Ich stehe unten gerade gefährlich. Woo! Egal, ihr macht das schon irgendwie. Ja! Das ist gerade ultra lustig hier. Irgendwie! Ich glaube, das ist so nicht gedacht, glaube ich. Nee. Man muss also, das irgendwie abhalten, die Lava. Irgendwie ist halt hier nicht so lustig. Ist ja nicht witzig. Oh Leute, der Stream geht die ganze Zeit nicht, ne? Nein. Genau jetzt will ich kommen, es liegt an mir. Hä? Es liegt an mir. Was? Dass der Stream nicht geht. Quatsch. Komm, ich geht nichts mehr. Das war vorher auch schon, da hat's gedroppt. Oh Mann.
Na, jetzt kommen die Leute auch, alle schon weg. Links, die wollen nicht mehr. Ich kann es überhaupt verstehen. Ja. Wenn es nicht läuft, dann läuft es auch nicht gerade. Ja. Ich hab mal erstmal das Ding hoch. Mal gucken, Moment. Kann ich hier irgendwas machen? Mit dem da oben. Am besten die Rohre so fest haben, dass es nicht die ganze Zeit Lava regnet, weil das ist tödlich. Wenn irgendwie den Knüppel da fixieren. Nee, es geht nicht wirklich, nee. Irgendwie will das alles nicht. Ich muss grad mal andersrum, aber das wird allgemein nicht halten, das ist total beschissen. Pump, so rum, ja, toll. Ich glaube, die Lava da. Soll ich vielleicht nach links holen? Nee, Leute, ich glaube, wir brechen das dann ab, weil das macht keinen Sinn. Das Stream ist schon wieder aus. Otter! Ja, jetzt sind wir wieder live. Oh, komm. Ich würde sagen, wir machen hier ein Ende, Leute. Für heute reicht's, weil es ja, wenn's nicht will, dann wird's nicht schade. Siehst du, jetzt ist wieder Loading Video bei mir. Nee, okay. Ja, schade. Liegt an mir. Nee, dann müssen wir dann später nochmal klären. Ist der neue Computer und so weiter. Ja, klar. Ja. Gut. Dann würde ich vorschlagen... Nächste Woche dann wieder Arnold-Stream oder was? Oh ja, auf jeden Fall. Oh ja, Power-Stream mit Arnold. Ist das jetzt eigentlich schon der neue PC für dich? Ja, ja, ist schon. Deswegen kann ich es endlich mal ruckelfrei spielen, das ist schön. Das okay, der Stream ist bei mir im Arsch jetzt, ist er ganz, auch wieder ganz weg, ja. Nee, Leute, das tut mir echt leid, aber... Es lädt auch so irgendwie, das liegt aber nicht an dir irgendwie, weil es lädt ja von der Seite aus irgendwie dauernd. Ja, vorhin hat es die ganze Zeit Frames gedroppt. Und du hast auch gerade eine ganz schlechte Qualität bei mir. Mhm. Du lagst richtig. Mhm. Du lagst bei mir total jetzt auch. Ja, bei mir auch, Gespräch. Aber... Ihr bei mir nicht? Ich lade doch gerade nichts runter oder so. Nee. Ich weiß nicht, was bei mir ist. Ja, ist ja auch egal. Klappt nicht. Und dann war's das. Ja, jetzt läuft's wieder problemlos, aber wir streamen ja gerade nichts mehr. Nee. Machen wir Schluss für heute, Leute. Machen wir halt mal eine Viertelstunde früher. Wir haben ja auch ein bisschen früher angefangen. Wie immer. Ja... Morgen, werde ich mal Castlevania weitermachen. Also, wenn ihr nicht Zeit habt, ist nicht so wild. Ihr wisst ja, das ist mehr so ein Single-Projekt. Man hört sie wieder, das ist schön. Ach ja, ich find's so schön, dass das Livestream jetzt noch ein bisschen da ist. Nein, also für nächste Woche, morgen Castlevania, was gibt's noch? Mal gucken, weiß noch nicht. Dann auf jeden Fall am Mittwoch vielleicht DayZ. Du hast das auch, Maddie, oder? Nee? Mittwoch spiele ich gar nichts. Okay. Ich mach gar nichts. Bis Freitag. Auf Dates hätte ich schon ganz hier alle Lust. Ja, dann machen wir das Luna. Mittwoch DayZ, das klingt doch hervorragend, würde ich sagen. Obscure, das habe ich mir extra gekauft. Für den, wegen dem Nerox. Obscure 1 und 2, aber es geht nicht auf PC. Das kannst du vergessen, auf normalen, modernen Systemen. Alles, was über XP geht. Also auf meinem PC ging es eigentlich, aber ich hatte damals XP auch gehabt, glaube ich, ja. Deswegen, da müsste ich es mir auf Konsole holen, habe ich jetzt ehrlich gesagt erstmal keinen Bock. Na gut, liebe Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. War toll, dass ihr alle da seid oder da wart. Ja. Vor allem auch durch die Lags durch. Ja. Kann halt nichts machen. Aber beim nächsten Mal hoffentlich habe ich besseres Internet. Jetzt aktuell war es gerade ein bisschen AIDS. Ja, das ist ja extra nochmal. Ah, das passiert ja manchmal. Ich hab's ja aber gesagt. Komm, ich mach zum Abschluss spiele ich euch nochmal ein Ständchen allen. Ich dachte, du bist jetzt anstand. Jetzt kommt wieder dein Eierschneider. Mein Eierschneider, pass mal auf, ich kann mit dem Eierschneider sogar mittlerweile schon spielen. Und tululu. Nein, nein. Auf jetzt ganz acht jetzt. Das Stream ist schon wieder weg, Luna. Was, echt? Das ist gerade Loading-Video bei mir. Oh. So, die Aufnahme verdammt aus. Reicht.